Hallo und recht herzlich willkommen zur Amazing Wochenshow redpotion.de, eurem wöchentlichen Podcast zu Gaming News und allen Gaming-relevanten Themen. Wir sind diese Woche wieder vollzählig, denn mit mir dabei ist der Jens, Hallo. der Dersa Hallihallo. und der Rasel. Hallo, und der Frosch ist auch hier. Ja. Ich bin auch hier. Wir haben eine geballte Woche voller Neuigkeiten und Ankündigungen und Ankündigungen von Ankündigungen. Und beginnen mit einer Ankündigung von Bethesda. Die haben uns auf die Folter gespannt mit einem, ich glaube, 24-stündigen Livestream, in dem nichts passiert ist und dann ist Ja. doch was passiert. Jetzt, Naja, jetzt mal ganz kurz, bevor wir sagen, was um was geht, ich finde solche Ankündigungen mittlerweile echt zum Kotzen. Also Es die haben ist ja doch schon so ein das. billiges, schlechtes Marketing einfach nur so, dass so die 24 Stunden, da stand die ganze Zeit einfach nur eine Puppe davor und dann später kommt noch eine Uhr und alle paar Stunden gab Also, es nur so einen pass ganz auf. kurzen Einspiel oder irgend so eine Scheiße und es nervt. Also erstens ist ja was passiert, weil wie du gesagt hast, sind ja Sachen reingestellt worden. Ja. Zweitens finde ich die Ankündigung eigentlich gar nicht schlecht, weil du hast Leute gehabt, die sich den Scheiß 24 Stunden oder haben laufen lassen, um halt die ersten informiert sind. Und der Stream ging Ja. halt um die Welt. Du hast halt eine Stunde, du hast halt 24 Stunden gehabt, wo alle Gaming-Outlets darüber berichtet haben. Ja, das ist vielleicht aus marketingtechnischer Sicht vielleicht gar nicht schlecht, aber für Ja, mich also, als aber du hast ja Kunden kann gerade das gesagt, aus scheiße sein. Marketing ist das scheiße. Aber Ja, nein, natürlich es ist auch oder scheiße, aber ist es ist einfach super billig. geil. Ist, Ja, aber wenn es es ist das danach, Problem, wenn wenn du es danach siehst, geht, ganz ernst, dann das müssen wir ist uns hier doch nicht mit. das Beste, was Nein, nein, Marketing-Technik nein, dann müssen wir uns geht, nicht dass mehr du darüber Geld unterhalten, sparst. dann können wir nämlich auch Lootboxen freuen. Weiter, das Ja, aber kaufen die du Leute sparst auch. doch Geld fürs Marketing. Ja, aber Alles dann gut, mach's wenn doch du bitte Millionen richtig da und nicht so ein reinsetzt. Quatsch, ganz ernst, das ist einfach übelster Fand Mist. ich, das finde ich super in Ordnung. Ja gut, dann machen wir jede Ankündigung so, dann reden wir nur noch über irgendwelche 24 Stunden Livestream, wo exakt nichts passiert. Es ist nichts passiert. Nichts Relevantes hat irgendwas diesen Stream weitergebracht. Ja, ich Das hätte man glaube, nämlich auch einfach das sagen können, hey, wir haben hier ein wird. Video fertig und das ist wesentlich effektiver und schneller als so ein Quatsch, der hat wahrscheinlich sogar einige Leute wirklich nicht nur gefallen hat, sondern manche Leute auch gesagt haben, oh Gott, hör auf damit. Vor allem, dass du, Jens, das sagst, als du damals bei der DSX Mankind Divided du noch gesagt hast, boah, wie langweilig das ist. Ja, aber das war, fand ich zum Beispiel bei dem Winter-Overwatch-Ding, fand ich ganz lustig für Da das wurde auch hier. nichts angekündigt. Nee, aber es ist einfach ganz lustig, was anzusehen und dann irgendwann passiert was. Wenn man es nebenbei Ja, laufen dann schneidet lässt. es halt als Video zusammen. Anstatt da 24 Stunden halt so ein Trara rumzumachen für am Ende halt einen Trailer, den man so halt auch auf einer PK zeigen könnte. Das gebe ich dir recht. Gerade vor der E3 Es macht das kam keinen Sinn. gemischt an. Man merkt das ja auch jetzt hier in unserem kleinen Gespräch. Einige fanden Geht es cool, schon gut andere los. fanden es richtig sinnlos, weil halt effektiv halt 24 Stunden nichts passiert ist. Außer dass ein großer Hype generiert wurde oder eine große Aufmerksamkeit zumindest. So Mit oder Pseudo-Hype. so. Ah, keine Ahnung, diejenigen, Aber die es das macht, richtig das geil ist halt der Sinn. finden. Das macht doch Sinn. Ja, nee, es macht halt keinen Sinn. Ja, man kann darüber streiten, wie viel Sinn das macht. Das ist günstig und erzeugt viel Ja, Aufmerksamkeit. ich Auf der denke auch, anderen aber Seite das hilft verärgert mir man als eine Menge Kunde nicht viel. Leute. Es ist wie auch immer. Das Kunde für Marketing hat Jedenfalls meistens nicht drüber egal. kommen wir mal zum eigentlichen Inhalt, nämlich gab es dann einen Trailer zu einem neuen Fallout-Spiel und das ganze Spiel heißt Fallout 76. Aktuell wissen wir noch nicht allzu viel. Es gab, wie gesagt, diesen Trailer, der meinen üblichen Fallout-Stil ist, sehr detailverliebt. Aber es gibt bereits so ein paar Gerüchte, was denn dieses Spiel beinhalten könnte. Ja, also erstmal das Wichtige ist, wir überspringen 72 Spiele. Sind jetzt aber bei Fallout 76. Nee, also was wir zumindest aus dem Trailer rausnehmen können, das spielt dann in Ward 76, einen der ersten Wards, die ungefähr 20 Jahre bis 25 Jahre nach dem Nuklearangriff halt geöffnet werden sollten und damit tatsächlich den Grundstein für die Zukunft der Humanität, der Menschheit legen möchten. Mehr geht halt aus dem Trailer halt nicht wirklich hervor, außer dass er halt eine große Feier anscheinend gab zum 300-jährigen Bestehen der USA und solche Sachen. Ja, ansonsten, wie gesagt, wie Maurice schon sagte, so einen klassischen Fallout-Stil halt. Es kommt ein bisschen überraschend, die Ankündigung, weil eigentlich, glaube ich, keiner hat wirklich rechnen mit dem neuen Fallout-Spiel, aber wie Maurice schon sagt, die Gerüchte zeigen, wohin die Reise wahrscheinlich gehen wird. Ja, Das macht es umso trauriger. also auf Was? jeden Fall, was ziemlich sicher zu sein scheint, ist, dass es einen Multiplayer oder dass Multiplayer einen sehr, sehr großen Aspekt, wenn nicht sogar der einzige Aspekt sein wird in diesem Fallout-Spiel. Aber so ganz sicher ist das halt alles, wie gesagt, nicht. Ob das Ganze jetzt. Offiziell gibt es eben von nicht, was es ist, sondern wir wissen nur, dass es halt von Bethesda kommt und auf der E3 soll es mehr Infos geben, aber halt Kotakus, Jason Schreier hat da seine
entsprechende Quellen spielen lassen und ja, es wird halt, also er sagt halt ganz klar und sehr offensiv, wer halt ein traditioneller Singleplayer-Rollenspieler war, dann wird auf der E3 sehr enttäuscht werden. Ja, hätte mich auch ein bisschen überrascht. Ich meine, Fallout 4 ist jetzt noch nicht so lange her. Wäre natürlich. Vor allem hätte man eher erwartet, dass halt als nächstes, wenn jetzt schon ein nächstes traditionelles Singleplayer-Rollenspiel von Bethesda kommt, dann eher halt als nächstes ein neues Elder Scrolls wieder, als Abwechslung. Ja. Nach hier den Berichten von Kotaku wird ein Fallout vermutet, das sich DayZ oder Rust ähnelt, halt mit dem ganzen Fallout-Kram dazu, aber halt so ein bisschen Multiplayer, Post-Apokalypse, Open World, Survival, ja. Bla. Es ist wohl einst als ein Multiplayer-Prototyp für Fallout 4 entstanden, wo man halt mal getestet hat, wie könnte ein Fallout-Online-Spiel aussehen und solche Sachen. Und über die Jahre hat sich das jetzt entwickelt und es wird natürlich immer noch Quests und Story geben, laut Jason Schreier, wie man sie von anderen Bethesda-Spielen kennt. Aber hauptsächlich wird es sich halt tatsächlich um das Überleben in einer Online-Welt kümmern. Und man macht natürlich auch Sinn mit dem World 76 in Erinnerung. Wie gesagt, das ist einer der ersten Worlds, die geöffnet wurden. Das heißt, da sind die ersten rausgekommen und sollten halt den Grundstein für die Zukunft legen. Von da macht das Sinn. Es wird natürlich wieder dieses Base-Building-System aus Fallout 4 geben und solche Sachen und andere klassische Survival- und Multiplayer-Mechaniken, die man halt aus Rust, DayZ, Ark Survival Evolved und anderen Dingen halt kennt. Aber kam die Vault 76 nicht immer in Verbindung mit Aliens vor in Fallout? In Fallout 3 gab es das so, in Fallout 4 wurde Vault 76 nur am Anfang erwähnt. Zumindest von dem, was wir, also es gibt nicht sehr viel Infos über den Wort, nur dass er halt geplant war als einer der ersten, die halt 20 Jahre nach dem Nuklearabwurf halt geöffnet werden. Ja. Einer der ersten, glaube ich, 17 oder 18 Stück oder sowas um den Dreh, die auch mit recht prominenten Leuten teilweise gefüllt worden waren. Interessant, dass nicht einfach Vault 1 das erste ist und dann Vault 2 als zweites. Ja. Aber gut. Was natürlich so ein bisschen dann die Frage aufwirft, ob das ein kurzweiliger Multiplayer wird, also dass eine Partie ein paar Stunden dauert, oder ist das halt eher so eine langfristige Geschichte, ne? Das, was sich mir stellt als erste Frage ist, wenn ich einen Vault sehe, was genau für Experimente dort abgehalten worden sind. Und dann kommt, ich glaube, die Story wird keinen großen Fokus in diesem Spiel ausmachen jetzt. Also wirklich ein Online-Spiel, ein Service-Spiel, es wird wahrscheinlich... Ich könnte mir vorstellen, dass es wahrscheinlich wie in Conan Exiles gibt, dass natürlich drumherum Worldbuilding betrieben wird, aber ich glaube nicht, dass die Story so im Fokus steht, wie man sie von einem klassischen Fallout vielleicht kennt. Das stimmt, aber das ist, finde ich, immer so die interessanteste Frage an dem Fallout, was in den einzelnen Vaults passiert ist an Tests. Keine Ahnung, was mich halt, was halt ganzen Sorgenfalten macht, ist halt eigentlich alles daran macht mir Sorgenfalten. Das Base-Building aus Fallout 4 war eine Katastrophe, Alter, und eines der schlimmsten Dinge, die man hätte einem Spiel hinzufügen können. Das stimmt. Ich brauche kein Fallout Online Survival RPG, ehrlich gesagt. Auch wenn natürlich das Setting sehr gut passt. Es funktioniert, das ist ein gutes Überlebensszenario. Aber irgendwie, weiß ich nicht, habe ich wenig Lust darauf. Wenn, dann hätte ich mir jetzt lieber, also wenn das jetzt tatsächlich das nächste große Bethesda-Spiel ist, was jetzt schon seit Jahren in Entwicklung ist, und wir halt dafür noch sehr jahrelang warten müssen auf ein neues Singleplayer-Rollenspiel von Bethesda, weil man sich halt lieber erstmal auf diesen Online-Sach konzentriert hat, dann ist das eine ziemlich große Enttäuschung für mich persönlich. Ja, kann ich verstehen. Das ist natürlich eine deutliche Abkehr dessen, wofür Bethesda so vor allem steht, ne? Ja. Auf der anderen Seite könnte man es auch eine konsequente Weiterentwicklung, weiß ich nicht, interpretieren. Man muss das Positive daran sehen, zumindest können sie es nicht mit Elder Scrolls machen. Das gibt's nämlich schon. Ja gut, man konnte immer noch ein Survival-Rollenspiel draus machen, das ist nicht das Problem. Das Problem, was mir jetzt im Kopf, wo ich auch sehr viele Leute gelesen habe, yeah, geil, dann haben wir endlich mal vielleicht tatsächlich mal ein AAA-Survival-Spiel, was man ja eigentlich schon jahrelang erwartet hat, dass mal irgendeiner der AAA-Publisher auf diesen Zug aufspringt, auf DayZ und Co., der mit aber vielleicht schon ein bisschen totgeritten ist. Vielleicht kommt man auch ein bisschen zu spät, aber ich hätte jedem schon das zugetraut, aber die Bethesda-Spiele sind ja nun, trotz dessen, dass sie AAA sind, auch nicht gerade von Bugs und sehr vielen merkwürdigen Fehlern befreit. Das dauert da meistens erst ein paar Monate, bis die rund liefen. Ja, also diese klassische, wirklich das Klassische, was man so von AAA erwartet, das ist ein sehr in Regeln sehr rundes Produkt, ist sehr abgeschliffen und solche Sachen. Das ist jetzt bei Bethesda nicht zwingend der Fall. Ja. Zumindest bei den großen Bethesda-Spielen. Fallout 4 ist in der technisch
ja, teilweise schlechten Zustand gelauncht. Skyrim war jetzt nun nicht der technische Ausreißer und solche Sachen. Und die Engine, die sie nutzen, ist halt wirklich nicht das Gelbe vom Ei und solche Sachen. Ja. Und Modding ist ja eigentlich auch der Bethesda-Titel und das ist hier wahrscheinlich dann ausgeschlossen. Ja, oder wenn es das gibt, dann nur über die Bethesda-Sache, über ihr eigenes Creation-Kit-Sache da. Also nicht mehr freies Modding, sondern nur noch halt über die eigenen Store und solche Sachen. Das, ja, wirft viele Fragen noch auf, die wir aktuell nicht beantworten können. Es soll halt hauptsächlich nicht nur komplett bei Bethesda entstanden sein, sondern halt auch bei ihrem neuen Austin-Studio, also die ehemaligen Battlecry-Studios, die halt jahrelang an Battlecry gearbeitet haben, was dann eingestellt worden ist. Die sollen überhaupt verantwortlich für die Entwicklung sein. Ich hoffe, das ist wirklich nur so ein Spin-off und man hat von Bethesda selbst noch eine größere Ankündigung auf der E3 und nicht, dass tatsächlich Fallout 76 ihr großes Ding noch für dieses Jahr ist. Wir werden auf der E3 aller Voraussicht nach mehr erfahren. Wahrscheinlich vor allem über das Gameplay. Ich glaube nicht, dass sie noch einen krassen Trailer haben. Wahrscheinlich einen Gameplay-Trailer oder so. Ja, ich denke mal auch schon in die Richtung Gameplay-Trailer und zeigen, was man so erwartet und wie sie das Bausystem aus Fallout 4 erweitert haben und all solche Sachen und wie man zusammenarbeitet und hast du nicht gesehen. Ja, ich weiß auch nicht, ob man tatsächlich jetzt noch 2018 noch ein Online-Survival-Rollenspiel braucht. Ja gut, das habe ich mich schon nach allen Spielen nach DayZ gefragt. Zumindest also. Kein typisches, mal eine Verbesserung wäre nett, weil bis jetzt beschränken sich ja alle auf irgendein Baseball-Metagame und das hat einfach nicht attraktiv. Zumindest nicht mehr. Ja. Ich hab mal sehr, vielleicht haben sie sich ja irgendwas Geiles überlegt. Ne? Wir wissen ja noch nicht. Mal gucken, aber wie gesagt, ich bin sehr, sehr skeptisch. Ist auch gut. Ich hatte eher erhofft, wenn man jetzt schon ein neues Fallout-Spiel ankündigt, dann ist es ein neues Fallout-Spiel à la New Vegas. Ein Spin-Off, der halt von einem anderen Entwickler kommt, Obsidian und so. Aber ein Online-Survival-Rollenspiel, das lässt mich doch noch ganz schön kalt. Vor allem nach so einem 24-Stunden-Livestream. Aber schon die zweite relativ große Ankündigung, die Bethesda vor der E3 tätigt. Und man hat ja schon Rage 2 angekündigt, jetzt Fallout 76. Ich hoffe, das heißt nur, man hat vielleicht noch was Größeres in petto. Es hat immer dieses Abwägen, ne? Wenn du während der E3 Sachen ankündigst, dann gehst du vielleicht im Rauschen der anderen unter. Aber kann natürlich sein, dass man Angst hat, weil kann natürlich sein, dass man jetzt spekuliert, dass man vielleicht tatsächlich ihr großes Starfield-Rollenspiel hat, was den Großteil der E3-Picker einnehmen wird. Und man möchte nicht Fallout 76 so ins Nebenlicht drücken, man hat es deshalb vorher angekündigt. Wir werden sehen. Wir haben aber noch eine viel, viel größere Marke als Fallout diese Woche zu besprechen, nämlich Pokémon. Da kam einiges. Als allererstes der größte Kracher, nämlich Pokémon Let's Go Pikachu. Das gar nicht so einfach zu erklären ist. Und Let's Go Evoli. Das sind zwei Editionen. Zwei verschiedene, Maurice. Hä? Es gibt Let's Go Pikachu und Let's Go Evoli. Ja, ja, aber die sind ja miteinander gekoppelt oder so, keine Ahnung. Wie üblich zwei Editionen halt, wie man sie kennt, Rot und Blau. Rot und Blau und Silber. Ja. Es gibt zwei Versionen, einmal Evoli und einmal Pikachu und je nachdem, welche man hat, hat man das eine oder das andere Pokémon. Aber im Wesentlichen ist es ein Pokémon-Spiel für die Switch und es spielt in Kanto, also der Region aus Pokémon Rot, Blau und Gelb. Und, ist essentiell ein Gelb-Remake, so hat es zumindest die Pokémon Company und Nintendo in der Pressemitteilung betitelt. Genau. Also es gibt alles, was es in Pokémon sonst auch gibt, also Pokémon fangen, Pokémon Kämpfe und die ganze Kanto-Region. Aber sie haben sich mehrere Neuigkeiten so ausgedacht, außer dass es alles mega krass aussieht im Vergleich zu früher. Kann man Pokémon fangen mit Bewegungssteuerung und vor allem, es gibt ein Koop, das ist auch völlig neu für ein Pokémon-Abenteuerspiel. Und was noch krasser ist, es gibt irgendwie eine Mobile-Kopplung, da weiß man, glaube ich, auch noch gar nicht so richtig, wie die jetzt genau stattfinden soll. Sind die ja so danach, als wenn man mit seinem Pokémon Go, was man auf dem Handy spielen kann, seine Pokémon übertragen kann? Also, was man vor allem sagen kann, es ist jetzt nicht das ganz klassische Pokémon-Rollenspiel, wie man es von Sun and Moon oder so zuletzt kannte, sondern ein eher so, in Anführungszeichen, casualiger Spiel.
Spin-off, mehr oder weniger. Es gehört dennoch zur Hauptreihe, zumindest. Also da ist man sich irgendwie sehr uneinig. Einmal heißt es, es gehört zur Hauptreihe, weil in Japan wird das halt unter dem Namen Pocket Monsters vertrieben, was bislang nur für die Hauptreihe, soweit ich weiß, gehört hat. Die anderen wurden dann tatsächlich immer mit Pokémon abgekürzt, aber alles Große wurde mal als Pocket Monster bezeichnet. Dann geht es über die deutsche Pressemitteilung, die sagt, das ist das Spiel, was jetzt auf E3 jetzt angedeutet wurde. Die englische Pressemitteilung berichtet wieder das Gegenteil. Es ist alles durcheinander, wie immer bei Nintendo. Aber es ist auf jeden Fall ein großes Pokémon-Spiel, kein so ein kleines, weiß nicht so eine Art Pokémon-Stadium, sondern tatsächlich schon ein größeres Pokémon-Spiel, das sich tatsächlich diesen Aspekt näher den Pokémon Go eingeführt hat. Man richtet sich halt ein bisschen so an Nostalgie an die Leute, die ja die 151 Pokémon mochten und solche Sachen, aber verringert halt die spielerische Komplexität an manchen Stellen. Es wird nämlich nicht mehr diese White Battles geben, das heißt, du läufst durch einen Busch und hast auch immer einen Kampf und blablabla, sondern du fängst Pokémon exakt so wie in Pokémon Go, quasi ohne Kampf wirklich, sondern du wirfst halt den Pokéball drauf. Das sieht man ja auch hier mit diesen Joy-Con, wirfst den und dann fängst du das Pokémon halt und solche Sachen. Kämpfe gibt es halt nur noch gegen andere Trainer wie früher auch. Das Kampfsystem ist zwar auch etwas versimplifiziert in gewissen Punkten, aber so sich dann noch sehr ähnlich zu den klassischen Pokémon-Spielen halt spielen. Das Problem dahinter ist ganz einfach, erstens, ich glaube, das nimmt ein bisschen was an der spielerischen Spaß mit, wenn du nicht mehr gegen wilde Pokémon kämpfen kannst, auch wenn das eigentlich immer fast schon Sinn gemacht hat, dass man Carpador auch einfach nur mit einem Pokéball fangen muss. Das muss man nicht unbedingt runterhauen, werden können die sich nicht. Ding dahinter ist nur, wie funktioniert das mit Kämpfen, weil wenn ich meine Pokémon nicht leveln kann gegen wilde Pokémon und das nur über Kämpfe ausgeht, gibt es überhaupt Level? Kann ich einfach direkt zum Bonnie rennen? Das hat man schon gesehen im Trailer, es gibt auf jeden Fall Level. Ja gut, klar, aber wie soll das ganze System funktionieren? Weiß ich noch nicht. Ja genau, das ist ja das Interessante dahinter. Was wir zumindest wissen, also wie Maurice gesagt hat, es gibt die Kopplung mit Pokémon Go. Man kann Pokémon übertragen, aber so wie ich das verstanden habe, kann man die jetzt nicht sagen, hey, ich habe jetzt mein Pokédex schon mit Pokémon Go voll. Übertrag den einfach in Pokémon Let's Go Pikachu oder Let's Go Evoli und fertig ist der Lack. Sondern anscheinend kann man die Pokémon, die man von Pokémon Go auf das große Switch-Spiel überträgt, halt nur diesen Pokébark halt betrachten, anschauen und rumfahren lassen, was weiß ich, keine Ahnung. Kann man den spielen, kann man den reden und so graben. Also es ist nicht, dass du damit direkt kämpfen, wird auch keinen Sinn machen, wenn du deinen Chlorak hast oder vielleicht sogar ein legendäres Mew oder ein Arctos Zapdos und das halt direkt am Anfang schon hast in deinem Spiel, macht halt relativ wenig Sinn. Was wir auch noch dann halt sehen, ist halt einen der großen Aspekte, nämlich Pikachu und Evoli, die werden halt nicht nur in einem Pokéball sein, sondern dich tatsächlich deinen Charakter, deinen Spielcharakter halt sehr offen begleiten. Evoli sitzt zum Beispiel auf deinem Kopf oder auf deiner Mütze und solche Sachen. Und man kann sie auch entsprechend einkleiden. Ja, das trifft aber nur auf die besonderen, also auf Evoli. Genau, Evoli und Pikachu zu. Genau. Was auch bekannt ist, ist, dass normalerweise kostet der Online-Dienst der Switch ja Geld. Das trifft für dieses Spiel nicht zu. Also das ist kostenlos nutzbar, auch wenn man den Online-Dienst nicht hat. Also in Richtung Kinderfreundlichkeit und so. Und ansonsten, was sehr interessant ist bei dem Spiel, es erzeugt extrem viel Aufmerksamkeit. Also der englische Trailer hat irgendwie über 7 Millionen Aufrufe, 7,7 Millionen. Der japanische hat auch ein paar Millionen. Und dann gibt es noch die Lokalsprachversion. Also der wirkt ein wie eine Bombe. Also das Ding wird, glaube ich, echt der System-Seller, auch wenn das natürlich jetzt so manchen, also es kommt am 16. November 2018 erstmal raus, kann man ja sagen, die beiden Versionen, also noch in diesem Jahr, und ist das ganz große Switch-Spiel, was ich eigentlich erwartet habe, dass das noch der System-Seller wird. Es wird einfach wirklich tatsächlich sehr, sehr viele Leute ansprechen, auch sehr jüngere Leute natürlich mit ansprechen, aber wahrscheinlich auch einige Nostalgiker, die halt ähnlich wie schon bei Pokémon Go gedacht haben, ey geil, ist ja eigentlich ganz cool, ich kenne ja alle alten Pokémon, die können jetzt da nochmal das in eigentlich echt hübsche Grafik sehen, obwohl es wirkt ein bisschen wie ein hochskaliertes Gamecube-Spiel in gewissermaßen fast schon an manchen Stellen, aber es passt zum Stil von Pokémon. Ich finde das jetzt echt nicht schlecht aussehen oder so, keineswegs, das sieht echt eigentlich ganz nett aus. Das ist eigentlich genauso, wie ich mir halt so, wenn ich mir Sun and Moon vorgestellt habe, wenn man die halt dann auf die Switch überträgt, so in die Richtung kann es gehen. Aber wie gesagt, das wird halt sich, glaube ich, wirklich echt gut verkaufen und das wird halt der große Switch-System-Seller in diesem Jahr. Genau. Und wenn wir über Verkaufen sind, man hat sich auch ein Gimmick überlegt, und zwar gibt es einen speziellen Controller, einen Pokéball. Ja, da ist der Knopf, wo man den Pokéball eigentlich mit öffnet, quasi einen Analogstick. Ich glaube, der Button ist, wenn man den Pokéball zusammendrückt, da bin ich mir nicht so ganz sicher. Oder ist einfach nur, wenn man den Stick reindrückt.
Ah, wenn man Stick reindrückt, okay. Und ansonsten so gibt es noch irgendwie so Live-Toy-Features, dass wenn man den Pokéball so mit sich führt und im Café sitzt, wird zumindest im Trailer gezeigt und ihn streichelt, dann macht er irgendwie Pikachu-Geräusche oder ähnliches. Klassische Sache, so wie wenn man Kaffee mit Freunden ist. Und du hast mal seinen Pokéball raus. Ey, du wirst überraschen, was für Leute ich mittlerweile in meinem Leben hier getroffen habe. Also ich habe jetzt zwei Leute getroffen, die auch diese komische Pokémon-Uhr tragen, Pokémon Go, also. Also im Grunde hier diese Pokéball ist ja im Grunde die Fortentwicklung von diesem Pokémon Go Plus Ding da, keine Ahnung. Genau. Funktioniert ja auch mit der Pokémon Go App, wenn man die so möchte. Ich glaube, das Ding wird einfach so ein Accessoire, was auch einfach Kinder checken kann. Selbst wenn die das Spiel nicht haben, die finden es einfach geil, dass sie so echt wahrscheinlich sehr hochwertigen Pokéball haben. Das ist halt witzig. Ja. Ich weiß noch damals, bei Yu-Gi-Oh! Gab es dann auch mal diese, wie nennt man die Dinger nochmal, wo die halt die Karten reingesteckt haben für den Arm. Ah, die Dual Disc. Genau, Dual Disc. Das war genau, also ne, es geht halt in die gleiche Kerbe. Das hat irgendwie ein witziges Merchandise-Ding so. Das wird auf jeden Fall sich, glaube ich, echt wirklich sehr gut verkaufen. Wie gut, wird sich natürlich noch zeigen, aber ich glaube, das Ding wird ein absoluter Millionenseller schlechthin und wird die Switch tatsächlich, also das, was Nintendo ja sich erhofft hat, man möchte jetzt im laufenden Fiskaljahr 20 Millionen Nintendo Switch-Konsolen absetzen, da wird Pokémon, glaube ich, einen großen Anteil daran haben. Was wir natürlich auch noch wissen, was jetzt noch nicht genauer erklärt wurde, ist, es wird in diesem neuen Pokémon-Spiel ein ganz neues Pokémon geben. Welches es ist, unklar, wie es aussieht, whatever, ist nichts bekannt, aber es wird ein komplett neues Pokémon geben. Mann, ich komme da immer so ein bisschen durcheinander. War es nicht so, dass Mew in Pokémon Rot und Blau gar nicht enthalten war, dass es ein Gerücht war? Oder? Genau dann wird es das sein. Naja, sie sagen schon extra wirklich ein komplett neues Pokémon, was es bislang nicht gab. Nein. Du kannst auch wirklich das nicht. Also ich meine, es war so sehen, Mew war schon auf der Edition irgendwo versteckt, aber ich glaube, das ging nur mit Cheats irgendwie. Müssen wir mal sehen. Nee, aber das war, glaube ich, immer das Gerücht und das hat sich nie bewahrheitet. Aber mit dem Cheat-Modul konntest du das erzeugen. Was wir noch, was wollte ich jetzt eigentlich genau sagen? Ja, ich wollte noch sagen, ich finde den Trailer halt, auch wenn er natürlich wieder so sehr typische Nintendo-Situationen hat mit Hochglanz und alles ist hier Friede, Freude, Eierkuchen, Aufmachung ist, der zeigt halt super gut in knapp diesen 3 Minuten wirklich fast die wichtigsten Funktionen, fasst das super zusammen. Und kein CGI-Cinematic-Quatsch oder so, mit dem man versucht, so ein bisschen Gameplay vorzutäuschen oder solche Sachen, sondern klar und direkt, hey, das funktioniert und so funktioniert das und hast du nicht gesehen. Natürlich immer so mit diesen, Poster-Familien teilweise, die alle perfekt sind und ey, gut, Posterfamilie gibt es hier so im Prinzip ein bisschen, ne? Aber trotzdem gesagt Gameplay. So ja klar, trotzdem, man sieht sehr viel Gameplay und solche Sachen. Ich sag ja, also, diese ganzen Real-Life-Sequenzen sind natürlich alle sehr gestellt, das ist klar, aber sie zeigen dennoch halt wirklich sehr gut alle Funktionen in ganz kurzer Zeit und das sehr übersichtlich. Also, so würde ich gerne auch mal ein paar andere Trailer. In der Tat. Wir haben auch noch ohne 24-Stunden-Livestream davor. Ja, das. Und Pokémon hat trotzdem Aufmerksamkeit. Und jetzt aber auch eine größere Marke. Egal. Es geht auch weiter mit Pokémon. Und zwar war ja das letzte große Pokémon-Spiel der Hauptreihe Sonne, Mond. Oder Ultrasonne und Ultramond, wenn man es ganz genau nimmt. Aber auch die Hauptreihe wird ja fortgeführt. Und wir haben halt zu erwarten, dass das bereits 2019, wahrscheinlich in der zweiten Hälfte 2019, passieren wird. So hat die Pokémon Company, also die Firma, die hinter der Entwicklung der Pokémon-Spiele steht, das auf der Videogame-Conference zu Pokémon bekannt gegeben. Wenn ich das hier richtig alles deute. Exakt, dann gibt es halt also 2019, wahrscheinlich Ende 2019, und wahrscheinlich auch wieder in diesem Oktober-November-Zyklus, wird es dann halt ein neues Pokémon-Spiel der klassischen Art geben, wie man es so von den 3DS-Sachen kennt, halt für die Nintendo Switch. Ist halt auch schon, also es ist eine Entwicklung seitdem, es ist schon noch bevor die Switch rauskam, war es schon eine Entwicklung, solche Sachen. Also es wird dann das ganz große Ding sein, das in der klassischen Sache wird. Ich könnte mir vorstellen, dass man dann jetzt sich potenziell vielleicht jährlich abwechselt. Dann einmal gibt es ja halt das große Pokémon, wie ihr es klassisch kennt, und dann gibt es ja halt noch diese jetzt so Spin-off-Reihe mit Let's Go und solche Sachen. Ganz mit den neuen Editionen dann. Johto kommt dann und so weiter und so fort, ja. Interessant wäre natürlich, also das wird jetzt für die Switch kommen, das wissen wir, aber wird es auch für den DS kommen? Ich glaube nicht mehr. Nee.
ich glaube, das ist vorbei. Meine, die sagen ja halt drin extra, dass es eine Entwicklung ist, seitdem es die Switch gibt. Also wird es wahrscheinlich schon auf die Switch abzielen, und wenn du es grafisch quasi gut aussehen lässt, wird es auch nicht im DS laufen. Wie gesagt, ich kann es mir sehr gut vorstellen, dass der 3DS hat jetzt mit Ultra Sonne und Ultra Mond so seinen Abschluss bekommen in Sachen Pokémon, und jetzt geht man halt auf die Switch, und das ist natürlich auch für die Pokémon-Reihe ein großer Sprung, zumindest für die Core-Reihe, weil bislang war man ja im Grunde nur auf den Handheld von Nintendo unterwegs, und jetzt geht es halt tatsächlich auf die große Konsole mehr oder weniger, auch wenn es natürlich immer noch Handheld-Funktion hat, aber es ist auch grafisch und technisch ein ganz schön großer Sprung nochmal. Aber ich denke, grafisch kann man sich ungefähr orientieren. Das wird wahrscheinlich in etwa so aussehen wie jetzt Pokémon Let's Go Pikachu und Evoli. Vermute ich auch. Vielleicht ein bisschen detailgetreuer, weil sie halt nicht an Kanto gebunden sind, was Arrangement der Gebäude und so angeht. Aber ansonsten, ja, ungefähr der gleiche Stil. Jo, dann haben wir noch einen Titel und machen damit den Pokémon-Sack zu. Und zwar Pokémon Quest, ein sehr... ich würde mal sagen, kurioser Titel. Ja. Also der Look erinnert so ein bisschen an Pokémon trifft Minecraft. Und das Spielsystem basiert so ein bisschen auf, das Spiel spielt sich allein und hin und wieder sagt man mal, welche Attacken seine Pokémon in so einer, weiß ich nicht, in so einer Parklandschaft machen. Es ist halt ein Free-to-Play-Spiel für die Switch, kommt auch für iOS und Android, sobald es fertig ist. Jetzt auf der Switch kann man es halt schon spielen und laut Flash ist halt wirklich so ganz klassisch MOBA ausgelegt. Wer halt seinen Pokémon-Drang unbedingt jetzt stillen möchte auf der Switch, kann das damit machen, aber man sollte vielleicht nicht allzu viel davon erwarten. Ja, es wirkt halt, also man merkt halt, dass es auch angekündigt, es wird für Mobile erscheinen, und man merkt auch, dass wahrscheinlich das Hauptspielprinzip oder die Hauptspielmotivation aus dem Grind kommt, dass du halt einfach immer wieder gleiche Sachen machst, um immer krasser zu werden. Ich finde den Look sehr merkwürdig. Der Look ist merkwürdig. Das stimmt. Ja, haut mich jetzt nicht so vom Hocker irgendwie. Gut, das sind die Top-News für diese Woche. Eine Menge Pokémon und ein bisschen Fallout. Ganz cool. Auf der E3 werden wir bestimmt mehr sehen, vielleicht auch zu Pokémon. Ja, sehr wahrscheinlich, denke ich. Jetzt kommen wir zu den News der Woche, und das Ganze fängt mit Bloodborne an. Und ich verstehe nicht genau, was passiert. Das ist eigentlich super einfach. Man hat die Access Remaster Version gehabt, und irgendein Entwickler hat vermutlich vermutlich ein bisschen was mit Bloodborne gemacht, weil es einfach war, da irgendwie Level nachzubauen, was auch immer. Und haben quasi die Assets von einem Bloodborne-Level, was sie in Remaster nachgebaut haben, einfach in der Remaster-Datei drinne gelassen. Also die Leute, die Dark Souls Remaster gekauft haben, haben diese Datei irgendwo in ihren Files. Und irgendjemand hat angefangen, durch diese ganzen Files durchzuschauen, was es da alles so versteckt gibt, Data Mining und so weiter, hast du nicht gesehen. Und hat eben herausgefunden, dass die Upper Cathedral Ward aus Bloodborne nicht wirklich komplett hundertprozentig nachgebaut, sondern nur ein bisschen die Architektur dahinter. Vielleicht hat irgendein Entwickler herausfinden wollen, wie baue ich so am besten Architektur nach, so ein bisschen Gefühl dafür zu bekommen, weil die ja schon relativ einzigartig ist in allen Soulsborne-Spielen. Wie auch immer, auf jeden Fall war die Datei ist immer noch da drin, und irgendjemand, ein Modder, hat das eben beim Data Mining gefunden, hat das ganze Ding rauskopiert und eben in Grand Theft Auto 5 nachgebaut. Das heißt, ihr könnt da jetzt rumlaufen oder halt mit dem Auto drin herumfahren. Einfache Geschichte. Ja, über drei Spiele hinweg. Es ist halt schon sehr kurios, wenn man, also für eine Überschrift eigentlich ist das perfekt, wenn man sagt halt, es gibt ein Bloodborne-Level aus Dark Souls Remastered jetzt in GTA 5. Hey, warum nicht, ne? Jo. Mal gucken, wie wir davon noch sehen, wie viel noch in Dark Souls Remastered gefunden wird. Und ob vielleicht, davon wirklich vielleicht, Bedeutung vielleicht hat. Ist es natürlich auch ein Ding, wo man sagt, hey, ich hab oder vielleicht auch eine gewisse Andeutung hin zu, wir machen vielleicht ein Bloodborne für den PC, wird nicht kommen, aber vielleicht hat er eben auch ein bisschen rumgespielt. Ja, ich glaube nicht. Nö, es wäre aber schön. Ja, aber dann kannst du dich gerne nochmal bei der Sony-Rechtsabteilung melden. Bitte, bewerbe ich mich auch. Ich will Bloodborne für den PC. Einfach nur eine kuriose. Von der Art und Weise, wie sie halt zusammengesetzt wurde, das. Ja, das ist, weil sie nicht wirkt, weil, keine Ahnung, wie wirkt das so ein bisschen merkwürdig alles, aber wer Bock drauf hat, bitteschön. Wir bleiben bei kuriosen News, und zwar gruselige News.
gruselig vielleicht auch. Und zwar Entropia Universe. Never heard about it. Das Spiel habe ich schon mal gehört und ich dachte, es wäre schon längst tot. Das ist irgendwie in Unreal Engine 2. Es sieht grottenscheiße aus. Aber anscheinend läuft es. Ja. Ist ein MMO offensichtlich und der Entwickler meint, Ark hat Großes vor und zwar kündigt er mehr oder weniger an, vorzuhaben, das menschliche Bewusstsein eines jeden in diesem Spiel oder in diese Spielwelt hochzuladen und dort weiter zu simulieren. Also diese Unsterblichkeit, die auch in vielen Science-Fiction-Filmen, Romanen und so weiter behandelt wird. Immerhin, man arbeitet dafür halt mit mehreren Universitäten und so weiter zusammen und dann Princeton und Oxford. Schon durchaus große Namen in der Uni-Welt. Ja, in der Tat, aber ich weiß nicht, irgendwie... Ich finde die Vorstellung massiv gruselig. Ja, gut. Ja, ich finde, das ist halt eher so ankündigungsmäßig. Also die Vorstellung davon finde ich ganz lustig, wird halt auch so nicht passieren, von daher... Dann ist das dann auch keine Ankündigung, sondern einfach irgendwie das Marketing. Eine Vision vielleicht, ja. Ich finde halt wirklich die Vorstellung gruselig, dass wenn man sagt, jetzt ist man tot, aber dein Bewusstsein wird dann noch hochgeladen in eine MMO-Welt und existiert dort weiter. Das ist irgendwie eine verdammt gruselige Vorstellung. Ich meine, das wäre jetzt nicht so ein Entropie-Universum, sondern man lädt, weiß ich nicht, weil Blizzard irgendwie krasser noch mit Geld ist, wenn irgendwann Blizzard lädt dann halt jedes Bewusstsein eines WoW-Dauerabonnenten hoch in World of Warcraft, nachdem er tot ist. Und Maurice spielt dann selber sein Leben lang untoter und gafft Sylvanas an. Ja, masturbierenden Untoten vor Sylvanas. der dann irgendwann über ihrem Grab steht oder so. Wenn sie oder ist jetzt 10 Goldheim zur Ruhe. Ja. Wir sind natürlich technologisch überhaupt nicht so weit, falls es überhaupt je möglich sein wird. Da kann man sich viel drüber streiten. Es ist so exakt der Punkt. Also es ist halt so eine Ankündigung, ja, die klingt ganz cool, aber das wird halt so nicht passieren. Das ist nicht möglich. Ja, zumindest noch also, nicht. Ja, genau. Also ja, aber selbst, weit weg von dem, was wir könnten. Also wenn du irgendwann so weit bist, dass du, und Maurice soll mich korrigieren, wenn du irgendwann so weit bist, dass du die ganzen Neuronen und alles, was in deinem Gehirn ist, was ja eigentlich nur elektrische Impulse sind, wenn du die irgendwann so auswerten kannst, dass du weißt, was eine Person denkt, was sie vorhat, dass du voraussehen kannst, was eine Person tut, dass du wirklich lesen kannst wie in einem Buch. Wenn wir so weit sind, dann ist, glaube ich, ein Problem, das letzte Problem, was wir haben, dass es in die MMO-Welt hochgeladen wird. Und davon sind wir so weit entfernt, das wird noch 100-200 Jahre dauern. Aber, nehmen wir an, es gäbe diese Möglichkeit. In welches Spiel würdet ihr euer Bewusstsein hochladen wollen? Da gibt's, glaube ich. Nein. You died. Oh, was sind drei? Nein, vermutlich Mass Effect oder so? Oder The Legend of Zelda? Der ich glaube, ich würde halt. Halt ziemlich kurz, ne? Also, da hast du halt nicht so viel Content. Genau, das ist das Ding. Du musst halt ein Spiel nehmen, was immer kontinuierlich erweitert wird. Also, entweder ein Titel, der halt. Ey, geht nur World of Warcraft. World of Warcraft wird nie abgeschaltet. Und du kannst nicht sterben. Oder du willst das, dann nimmst du ein Spiel, das einfach so verpackt ist, dass es wahrscheinlich selbst irgendwann zerstört. Weil das kann ja genauso gut ein Fluch sein. Du musst bei der jetzigen Ja, ich stelle mir gerade vor, du lässt dich in die Sims einpflanzen. Das, was halt dann das Interessante dahinter wäre, wenn du sagst, also wenn die Möglichkeit existieren sollte, dass wir so weit sind, dass wir Gehirn lesen können und wir können so AIs bauen von Leuten, die gestorben sind, dann sollte es ja auch kein Problem sein zu sagen, wir werden in World of Warcraft gepackt, das wird irgendwann eingestellt in 30 Jahren und Blizzard macht ein neues MMO oder irgendjemand anderes hat den neuesten großen MMO-Hit und dann werden einfach alle AI-Daten genommen und übertragen eben in das neue Spiel. Ja, aber stell dir vor, es gibt dann irgendwie, weiß ich nicht, es passiert irgendwas und die Daten sind weg. Dein Bewusstsein wird durch eine dumme Sache gelöscht. Dein Bewusstsein wird gelöscht und du bist endgültig tot, wie du eigentlich schon endgültig tot sein solltest von den 20 Jahren, wo du gestorben bist. Du wirst gehackt und jemand klaut dein Bewusstsein. Und ja, dann kriegst du die Regulationen und dann ist jeden Jahr vergessen. Und lädt es in einen Androiden hoch, der dann die Weltherrschaft an sich reißt. Ja, ist alles ist irgendwie sehr, sehr gruselig, die Vorstellung, wenn man tatsächlich sagen könnte, man könnte halt ein Bewusstsein auf einem USB-Stick speichern. Keine Ahnung, da sind wir halt wieder bei Alternated Carbon, was halt, das ist halt krasses Cyberpunk-Gewusel. Ja.
Ich glaube, also bevor sowas passiert, also wenn das wirklich möglich wäre, nur mal annähernd, dann würden wir, glaube ich, als Videogame-Website darüber berichten und es würde halt überall anderswo auch berichtet werden, weil es einfach ein riesengroßes großes ethisches Problem hätte dahinter. Ja, von daher glaube ich, wird halt viele philosophische Fragen aufwerfen, ne? Ob man, ja, was ist die Realität, was ist erstrebenswert und so weiter und so fort. Oder, wenn das möglich wäre, dann würde ich aber, dass jemand gerne eine Simulation wie in der Matrix baut und wir einfach weiterleben können auf ewig in der Simulation. Ich finde sehr gut den Kommentar unter den News von PC Games Ende ganz gut darunter von Tsunami Wombat. No way, Sandpipe, this is how anime plots and surreal horror science fiction stories happen. Ja. Ja, er hatte recht, es ist eine sehr, für mich immer noch eine sehr gruselige Vorstellung irgendwie. Aber ich glaube, das wäre... Ich weiß zumindest, ja. Melf hat ja gesagt, das ist für ihn so eine Vorstellung, die er cool finden hat. Ja, Vorstellung ist cool irgendwo, aber unterm Strich, du brauchst ja trotzdem das normale Universum für die Energie und die Serverarchitektur und so weiter. Du kannst es ja so machen wie in Matrix, dass du einfach die Körper als Batterien benutzt. Vor allem, wie ist das denn dann? Das geht aber wirklich nicht. Wie ist das denn mit unserem Bewusstsein, wenn es gewisse Körperhaltungsmaßnahmen und solche Sachen gibt? Gut, das Ding ist halt, das kommt halt drauf an. Also wenn man das sieht, wie, nehmen wir Beispiel meine Mutter, die ja dann im Koma lag, das Ding dahinter ist ja, dass in dem Moment, wo vielleicht nur ein Teil des Gehirns beschädigt ist, dann kannst du es halt einfach vergessen. Ich meine, wenn dein ganzes Bewusstsein funktioniert, aber dein Bewusstsein weiß ja auch zum Beispiel, es hat vielleicht Hunger oder solche Signale gibt es ja durchaus vielleicht immer noch im Körper. Naja, wenn du so weit bist, dass du das Gehirn verstehst, es komplett entschlüsseln kannst und lesen kannst, kann ich mir vorstellen, dass du bestimmt auch einige Sachen verändern kannst und so weiter. Ja, genau, da fängt es halt an, dass die führenden Forscher sich da sehr krass streiten, ob das überhaupt geht. Es gibt da diesen Geist-Körper-Konflikt, also es gibt Leute, sehr, sehr viele Leute sind der Auffassung, man kann das gar nicht trennen, Körper und Geist. Das Hungergefühl. Das ist halt das zu deinem Geist dazugehören. Ich kann mir halt und man muss auch ganz gut, muss ja nicht mal Hungergefühl sein, weil vielleicht, wenn du jetzt keinen wirklichen Körper mehr hast und dadurch auch keinen Hunger verspürst, aber was ist zum Beispiel mit anderen Gefühlen wie Liebe, Hass und so weiter, ne? Das ist ja das Ding dahinter, weswegen ich finde, dass so viele Science-Fiction-Filme einfach relativ wenig Sinn machen, weil ich mir ums Verrecken nicht vorstellen kann, dass es so einfach wäre, viele Dinge aus dem Körper rauszunehmen. Ich meine, unser Geist unsere Seele ist ja mehr als einfach nur unser Gehirn. Dasselbe, wenn wir anfangen würden, Sachen zu klonen, ist es ja, obwohl sie eigentlich die perfekt selbe DNA und alles haben, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie wahrscheinlich trotzdem anders denken und anders handeln werden. Weil letztendlich das Gehirn ja letztendlich auf Einflüsse basiert und so in diesem ganzen Kram, was du im Leben erlebt hast. Also jetzt zum Beispiel, wenn mich eine Fliege sticht, die jetzt mein Klon nicht stechen würde, eine Mücke sticht, die mein Klon nicht gestochen hat, dann werde ich jetzt anders auf Mücken reagieren als er, der kein Problem mit Mücken hat. Ja, das ist so ein Chaos. Ja, logischerweise weiß dann dein Bewusstsein diesen MMO, dass es in einem MMO steckt und nicht mehr in seinem eigentlichen Körper. Also wenn bist du das, dir selbst wenn du das, bewusst, dass du, wenn du das, nur noch digital bist, mehr oder weniger. Wenn du das entschieden hast, irgendwann müsstest du ja die Erinnerung davon noch haben, wenn Erinnerungen so einfach im Gehirn gespeichert werden. Das Problem denn, also wirst du nach 30 Jahren das noch wissen oder ist dir das dann egal oder was auch immer? Ich kann mir vorstellen, dass du irgendwann wahnsinnig wirst daran. Das kann natürlich selber sein. Nee, ich glaube nicht. Nicht? Ich glaube, ich könnte mir vorstellen, dass manche Personen wahnsinnig davon werden. Ja, aber das ist halt so wie unserem normalen Universum auch. Es gibt halt diese kosmologischen Fragestellungen. Wie ist das Universum entstanden? Gibt es mehrere? Gibt es einen Gott? Gibt es keinen? Du verlagerst diese Frage nur auf neue Begriffe wie virtuelle Realität und so. Aber im Wesentlichen geht es um die gleiche Fragestellung. Das Ding ist doch dahinter, wenn du, sagen wir, das ist morgen möglich und die laden das in ihr Videospiel hoch. Oder wir laden es in World of Warcraft hoch. Ab irgendeinem Punkt wird dein Geist, der relativ weit ist, weil unsere Gehirne, egal ob wir jetzt, was wir haben, ob wir vielleicht auch dumm sind oder was auch nicht, die sind ja relativ weit entwickelt. Ab irgendeinem Punkt würdest du einfach wahnsinnig werden, weil diese Spiele ja alle limitiert sind. Du hast ja irgendwann, stößt du einfach an den Kern. Normales Universum ist ja auch limitiert. Ja, aber das Videospiel, können ja auch nicht alles machen, ist ja noch viel, viel weiter limitiert. Ja. Wenn ich mir sage in World of Warcraft, okay, da unten ist eine Gegnermasse,
bin zwar jetzt in Level 110, Paladine könnte die einfach umboxen. Kein Bock, ich kann ja auch einfach einen Stein vom Berg runterrollen, geht schon mal nicht. Aber irgendein Punkt, du hast halt immer nur einen Weg, den du halt machen musst und so weiter. Irgendwann kann ich mir vorstellen, dass unsere Gehirne, die ja eigentlich relativ aktiv sind und viele Wege. Ja, darum muss es ja. Darum muss es ja ein selbstlernendes Programm sein. Ja, aber das ist ja. Aber deswegen sage ich ja, nehmen wir einfach mal an, es würde morgen möglich sein und wir würden in den Entropia Universe hochgeladen werden. Das würde uns halt irgendwann wahnsinnig machen. Auch jedes andere MMO, was in den nächsten Minuten Jahren keinen Spaß mehr macht. Exakt. Maurice hält sich im WoW und steht den ganzen Tag in Orgrimmar. Und schaut sich Sylvana, genau. und jetzt so nach Gruppen, Alter. Da gibt es aber Gruppe. Richtig Snoo-Snoo. Suche Frau zum WoW-Spiel. Oh Gott, wenn es das möglich wäre und dann gehen die ganzen Leute hier nach Goldhain, Alter. Oh, Freundspielserver. Welches Spiel war das denn? Nee, war das ein Film? Oder war das in Matrix 1 war das auch ein bisschen thematisiert am Anfang, so mit den Diskotheken und so, aber es gibt, ich glaube in The Gamer oder so, es gibt mehrere Filme, die das so thematisieren, dass das halt alles extrem eskalieren könnte, weil du ja denkst, nichts hat mehr eine Konsequenz. Das war Surrogates, was du meinst, glaube ich. Das könnte auch sein. Bringen die alle durcheinander. Aber das dann halt extrem viel Prostitution, Orgien und sonst was. Ja, das entstehen. War Surrogates, glaube ich, was du meinst. Das ist ja auch so gewissen, also ich weiß, das ist ja auch dann so, also ein Westworld ist ja auch solche Szenen, wo man sich denkt, ey, gibt da Personen, die halt einfach drauf scheißen und Dinge machen, die sie halt im echten Leben nicht machen, was auch schon daraus liegt, dass man halt einfach vielleicht andere Leute erschießt und solche Sachen, wo es halt keine Konsequenzen gibt. Ja, keine moralischen Skrupel genau. Und so mehr, ja. Es ist schon gruselig vorstellen, sehr, auch teilweise sehr philosophische Gedanken, die sich drumherum schreien. Ja. Aber ich glaube nicht, dass wir das und alles in nächster Zeit erleben werden. Menschheit. Eine wichtige Sache dazu, falls ihr nur eingeschaltet habt, was wahrscheinlich nicht passieren wird, philosophischer wird es nicht hier. Ja, genau. Als das, was jemals eben gerade passiert ist. Das war wahrscheinlich in 137 Folgen das Philosophische, wie wir werden können. Es hat wirklich ein sehr spannendes Thema, glaube ich, generell. Ja, vor allem kann man sich da so aus so vielen verschiedenen Richtungen nähern. Es ist spannend. Wäre vielleicht mal was für einen eigenen Podcast. Ja, vielleicht. Kommen wir zu einer klassischen Videospielreihe, die jetzt schon ihren 11. Ableger bekommt, zumindest der Hauptzählung nach, und zwar Mega Man 11, was aus meiner Sicht ziemlich vielversprechend aussieht. Also hat jetzt einen neuen Trailer bekommen, war schon länger angekündigt und ja, sieht das Mega Man aus. Ich finde auch den Arzt echt ganz cool gelungen. Nicht ganz so dieses, wir müssen jetzt unbedingt auf Retro 8-Bit machen, sondern ein sehr gezeichnetes Ziel und solche Sachen. Man muss sich erstmal so ein bisschen daran gewöhnen, aber ich finde den insgesamt doch ganz gut getroffen. Und ja, kommt am 2. Oktober halt für PC, PS4, Xbox One und Nintendo Switch raus. Und ich glaube, vor allem auf letztere Konsole wird das Ding echt ganz gut abgehen. Ja, also das besser ist, als. Ja, super hier, dafür ausgelegt schon wieder. Besser als Mighty No. 9. Ja, es sieht richtig gut aus. Also, vielleicht zu Mighty No. 9, das Ding hier hat Seele. Das fühlt sich nicht einfach wirklich wie so billig zusammengeschustert aus, sondern tatsächlich. Dass dahinter tatsächlich ein Teil des Teams dahinter steht, die halt auch die alten Mega-Man-Teile gemacht haben. Und auch, gibt ja auch erste Preview-Berichte, die alle recht positiv darüber sind. Wer hat dann wieder ein etwas komplexeres oder schweres 2D-Jump'n'Run mit Action-Element haben möchte, der kommt da, glaube ich, dann schon im Oktober voll auf seine Kosten mit Mega Man. Ja. Wäre vielleicht auch was für Jens ein Stream. Ja. Also ich glaube, das könnte halt ein echt guter Titel werden. Die anderen Mega Man-Titel sind ja bis heute irgendwie beliebt und werden gespielt. Der Soundtrack ist auch ein bisschen enttäuschend für mich. Die alten Mega Man-Soundtracks sind halt richtig so. Und die Sprunganimation. Generisch. Ja, die alten Mega Man-Teile sind halt echt das Soundtrack, der dich einfach nach vorne pusht und solche Sachen. Hier ist es halt noch ein bisschen langweilig. Ist ja noch ein bisschen Zeit, bis rockiger sein können. Ja. Weiß ich nicht. Ja, kommen wir zum Dienstag und zu Agony, ein gore-lastiges Horrorspiel, was geplant war, so zu veröffentlichen, dass es irgendwann einen Uncut-Patch gibt für den PC, für Konsole entsprechend nicht, der das Spiel halt so veröffentlicht wie oder so darstellen lässt, wie die Entwickler sich das mal gedacht haben, ist aber aus ihrer Voraussicht hätten nicht machen dürfen, weil die Amerikaner sagen, nee, das ist auch uns zu viel. Jetzt kommt aber alles ganz anders. Die Peki hat das Produkt geprüft und wenn ich hier das so verstehe, haben die Entwickler mehr oder weniger alles durchbekommen, was sie wollten.
Zumindest alle wichtigen Sachen, so dass es kein Adult Only Patch geben wird. Habe ich das richtig verstanden? Na, das Ding dahinter ist, dass also man davon ausgehen muss, dass das Spiel gecuttet auf den Markt kommen muss, weil es sehr viele Probleme gibt mit Ratingagenturen. In Deutschland kriegst du auch nicht alles durch. Mit Goran hast du nicht gesehen. So, das Ding ist, machen sie so. Und haben dann gesagt, ja, aber dadurch, dass das Spiel ja nicht so uncut ist, wie wir das mal wollten, werden wir im Nachhinein, nachdem das Spiel veröffentlicht worden ist, einen Adult-Only-Patch veröffentlichen, der dann alles uncut macht. Das, haben sie gesagt, machen sie jetzt nicht, weil wir kriegen legale Probleme damit. Denn das würde vielleicht, keine Ahnung, lädt sich halt der 16-jährige Kevin runter und dann werden wir halt ziemlich hart gefickt dafür, weil dann gibt es dann die Endszenen, die vielleicht ein bisschen brutaler sind, als man eigentlich ein Spiel haben sollte und hast du nicht gesehen. Genau. Dementsprechend also, muss man sagen, was ist denn jetzt, also da wird auch ganz klar, laut eigener Aussage von den Agony-Entwicklern, die offensichtlich, so wie ich gehört habe, nicht ganz stimmen, es sind auch ein paar andere Sachen gecuttet, die man hier bewusst nicht erwähnt hat, aus welchen Gründen auch immer. Also laut offizieller Aussage betrifft die Eigenzensur lediglich mehrere Sekunden von 7 Enden, bei der manche Szenen halt verändert worden sind und manche Szenen, nachdem man das Spiel einmal durchgespielt hat, gibt es auch ein paar Zusatzszenen nach dem Ende, die halt auch angepasst worden sind. Ansonsten gäbe es halt immer noch Gore, brutale Sexszenen, Genitalphysik und solche Sachen. Also alles recht harte Sachen sind immer noch drin und das Spiel ist definitiv jetzt nicht deutlich zimperlicher geworden. Aber der Plan war es ja, zumindest für die PC-Version, im Vorfeld hat man gesagt, ja, wir müssen das halt ein bisschen cutten hier und da, weil sonst bekommen wir es halt nicht durch. War der Plan, wir veröffentlichen für den PC einen Uncut-Patch, den man sich dann runterladen kann, optional. Das gibt es natürlich jetzt nicht und das war genau das, was wir auch schon vermutet haben. Das wäre ja ein bisschen sehr einfach. Dann könnte ja jeder ankommen und sagen, bei der Professor bei Wolfenstein sagen können, ja gut, wir cutten das alles raus. Und dann, ja, oh, hier Deutschen, hier könnt übrigens auch hier Uncut-Patch laden. Ist ja scheißegal, wir gehen damit die Rechtsprüfungen. Das macht ja keiner mit. Denn der System ziemlich Schwachsinn und so ist es halt auch jetzt gekommen, dass man halt nicht rechtlich diesen Uncut-Patch veröffentlichen darf. Ich kann mir halt aber trotzdem vorstellen, dass in ein paar Wochen auf irgendeiner russischen Seite von einem Entwickler über 6 Umwege dieser Patch irgendwo veröffentlicht wird. Ja, oder irgendwelche Modder finden sie halt raus, weil die Dateien wahrscheinlich nicht komplett weggeschnitten sind, sondern sie sind wahrscheinlich nur irgendwo tief versteckt oder irgendwo deaktiviert oder hast du nicht gesehen. Sowas. Aber man muss zumindest sagen, Agony ist jetzt abseits des Patches, kommt es auch nicht so gut an. Das Spiel soll sehr verbuggt sein, die Story wirklich langweilig, das Gameplay nicht interessant genug und sehr, sehr viel technisch auch kaputt sein. Also aktuell hat es auf Steam gerade mal 49% positive Bewertungen, was nicht viel ist. Ich denke, viele Leute, wenn man neben den ganzen Bugs und Problemen, die so ein Spiel hat, ich bin ziemlich sicher, viele Leute sind ziemlich pissed auf dieser komplette Uncut-Ding. Aber es gibt ja auch. Was sie auch gesagt haben, ist, dass sie jetzt trotzdem, dass sie den Uncut-Patch nicht veröffentlichen dürfen, ein Video veröffentlichen werden, in dem sie die Szenen zeigen. Wir sehen, wie das läuft. Da gab es irgendwie noch nichts. Also ich habe mir ein bisschen die Kommentare angeguckt und das sind eigentlich 90% Cut. Material klagen. Also ja, das gut, ist eigentlich also, Inhalt des Spiels wird gar nicht so viel angesprochen. Ja, genau das. Das gibt es halt schon. Also zum Beispiel das aktuell hilfreichste Review in den letzten 24 Stunden, der zeigt halt schon sehr deutlich auf, was alles schlecht ist. Da ist der Cut halt nur ein Punkt davon, aber er sagt auch, das Spiel ist halt maßlos verbuggt. Und das ist auch jetzt, was ich von manchen Videos oder Let's Plays gesehen habe, das Ding ist halt wirklich an einigen Stellen halt wirklich völlig kaputt. Schade, ich habe mich ja eigentlich auf den Titel gefreut, aber ich bin auch so ein bisschen zurückgeschreckt. Gar nicht mal also nicht unbedingt wegen der Cuts oder so, sondern wenn ich sowas spielen will, dann will ich erstmal keine Bugs haben, weil wenn ich irgendwie irgendwas rumglitschen sehe oder so, dann keine Ahnung, dann weiß ich nicht, dann macht das ganze Spiel keinen Sinn mehr, aus meiner Sicht. Das stimmt. Ja. Aber Maurice wollte bestimmt nur Titten sehen. Die siehst du ja immer noch. Sieht man ja überall, das ist ja nicht das Ding. Ja. Die blutüberströmten Gesichtsvaginas sind das Tolle. Das Spiel ist immer noch nicht sehr zimperlich in seiner Gewaltdarstellung, aber ich bleibe dabei, wie schon auf meinen ersten Eindruck, das ist wahrscheinlich auch das Einzige, was das Spiel wirklich zu bieten hat. Ja. Das ist dann vielleicht doch ein bisschen wenig. So cool ist auch, wo ich sage, die Atmosphäre ist halt ganz cool und solche Sachen, aber wenn sie nicht drumherum was gepackt haben und ein bisschen mehr haben, als dann nur am Ende Gore und sehr dunkel und blutig und solche Sachen, dann ist er doch sehr schnell wahrscheinlich, wo sich sehr schnell abnutzt. Ja, natürlich. Cool, jetzt ist halt, es wurde halt von mir halt irgendwie, weiß ich nicht, einen Babykörper zum Platzen gebracht. Ja, ist krass, aber in was für einem Kontext steht das alles und solche
Ja, also gewaltige Bilder brauchen halt sehr viel künstlerische Inspiration, Kreativität, um über einen längeren Zeitraum zu wirken, ja, wenn man keinen sonstigen Kontext hat, ne? Ja. Jo, wir bleiben bei Jugendschutz, und zwar der US-Verband ESA oder ESA oder ISRA, keine Ahnung, der macht Lobbyarbeit, so könnte man es kurz sagen, und zwar die Politik beschäftigt sich ja jetzt seit einiger Zeit mit den Lootboxen und überlegt, ob das nicht Glücksspiel ist, und wenn es Glücksspiel ist, ob es nicht in irgendeiner Hinsicht jugendschutzrelevant ist und ob man da irgendwie eingreifen müsste. Da gibt es völlig verschiedene Haltungen unterschiedlicher Regierungen und so weiter. Und diese ESA, dieser Verband in den USA, der findet das alles nicht so toll. Der Sprecher sagt mehr oder weniger, ja, die Regierung und die Politiker sollten sich da besser mal raushalten, und viel besser wäre es doch, wenn wir uns selbst kontrollieren. Ihr schadet uns nur wirtschaftlich. Tja, im Grunde so ist so seine Sache halt, dadurch, dass einige Verbände in Europa, vor allem natürlich jetzt Belgien und so, Lootboxen sollte schon als Glücksspiel eingestuft haben, schadet man der Branche und ihrem Wachstum. Lieber Lobbyverband ESA, ihr schadet euch ja im Grunde nur selbst mit euren Lootboxen und Wirtschaftssystem. Ja, also ich weiß nicht, in einem Punkt war ich kurz davor, ihm recht zu geben, aber ich finde, er zieht die falschen Schlüsse. Er fängt dann an mit, von wegen, man könne nicht auf die Einzelheiten der verschiedenen Länder eingehen. Und das leuchtet mir sofort ein. Wenn du ein Produkt entwickelst, du kannst nicht die Niederlande ein anderes Produkt machen als für Deutschland, für Österreich, für Tschechien und so weiter, ne? Und er sagt dann von wegen mehr oder weniger, dann fordert gar nichts von uns, wir dürfen machen, was wir wollen. Und das ist für mich der falsche Schluss, sondern die also, Forderung, die er stellen müsste, ist, man sollte sich auf einen Jugendschutz international oder zumindest im westlichen Markt oder so einigen. Das wäre eine gute Forderung. Erstens, kann man das schon, das macht Bethesda ja auch mit Wolfenstein. Zweitens, und das ist jetzt, finde ich, das Wichtigere, man kann, wie er richtig gesagt, oder wie du auch richtig gesagt hast, nicht sagen, ja, man kann auf alle jedes Land eingehen. Wenn aber komplett Europa, die Europäische Union jetzt sagen würde, die Videospiele, oder nicht die Glücksspiele, Leuten von der Europäischen Union sagen würden, Leute, Lootboxen sind böse, und dann meinetwegen noch Kanada sagt, Leute, Glücksspiel ist böse, Lootboxen sind Glücksspiel, weg damit, und Mexiko das meinetwegen auch sagen würde, und die USA das einzig westliche Land ist ungefähr, was sagen würde, habe ich kein Problem mit, dann wäre der Punkt, wo der komplette, also wo alle Entwickler quasi sich dann auf den restlichen Länder konzentrieren müssen und nicht dann einfach dafür sagen, wir sind US-Amerikaner, wir können machen, was wir wollen. Und wenn jetzt mehr und mehr Länder anfangen würden, das zu tun, dann ist dieses Argument halt hinfällig. Ich finde das Argument auch ein bisschen schwach, wenn man sagt, lass uns doch selbst regulieren. Das würden andere Branchen gerne auch. Ich meine, die Tabakindustrie würde sich am liebsten auch gerne selbst regulieren, ohne dass sich der Staat einmischt. Aber ich weiß nicht, ob das so klug ist. Oder die Automobilbranche, Mann, was würde die sich freuen, wenn die sich selbst regulieren dürfte? Ja, super, wenn die Lobbyverbände anfangen, sich selbst zu regulieren, ja, halleluja, für den Kunden, der freut sich sicherlich. Ja. Vielleicht also könntet ihr euch selbst regulieren. Also, ist kein Problem, ihr könnt euch ja selbst regulieren, aber wenn ihr halt Grenzen überschreitet, dann wird es halt ein bisschen schwierig. Ne? Ja. Und dass man dann halt wirklich diese Grenzen auch noch verteidigt mit Innovationsfreiheit und solche Sachen, dass man da eingeschränkt wird. Ja gut, also ich würde jetzt Lootboxen vielleicht nicht zwingen oder Innovation setzen. Ja, das stimmt. Ich meine, wenn ein Vertreter der Firmen vortritt, die halt Lootboxen verkaufen und sagt, hey, hört auf mit der Lootbox-Regulation, ist das halt schon sehr hart. Was glaubst du, was wäre in der Welt los, wenn jetzt die Lobbyverbände rauskommen und sagen, der hört auf mit den ganzen Diesel-Auflagen? Ja, wie gesagt. Dann wird dir halt auch einfach jeder gegen das Bein pissen. Ich meine, die meisten Leute finden, die Dieselauflagen sind schwach, so nach der Hinsicht, aber das ist halt jetzt durch. Die Politik hat sich dafür entschieden, warum auch immer. Da kannst du jetzt nicht einfach anfangen und noch rumzumeckern, weil das ist halt jetzt so. Lootboxen wären ja auch gar kein Problem gewesen, wäre nicht so manche Firmen wie EA oder Warner Brothers einfach nicht völlig übers hinausgeschossen. Ja. Davor war das ja alles noch so okay im Rahmen, es gab so Kritik, aber es hat nicht so gebrodelt, und dann kamen halt Warner Brothers und EA um die Ecke und haben es einfach mal völlig übertrieben und sich selbst damit ins Rampenlicht geschossen. Also, ihr schafft es euch ja nicht selbst zu regulieren, weil ihr habt ja das nicht mehr das versucht zu unterbinden, sondern habt euch ja wirklich komplett ausgeschossen, und hätte es nicht diesen Shitstorm gegeben und da die politische Androhung, wäre das wahrscheinlich weitergegangen. Ja.
Also, weiß ich nicht, er macht seinen Job, aber man muss seinen Job nicht mögen, ne? Naja, Lobbyisten sind sowieso, naja, eine Sache für sich. Jo. Dann kommen wir zu Mario Kart, hätte ich fast gesagt. Nein, Team Sonic Racing, was im Prinzip Mario Kart auf Sonic-Droge ist. Ja, leider sehen wir noch nicht viel in diesem Review-Trailer, denn im Grunde sieht man einfach nur Sonic in einem Auto und neben Shadow in einem Auto. Und das wird es wahrscheinlich sein, zumindest was wir von einem kurzen Walmart-Leak gehört haben, ist es tatsächlich kein direkter Nachfolger von Sonic and All-Stars Racing Transformed, sondern diesmal gibt es anscheinend ausschließlich Autos, wobei man sich fragen könnte, warum muss ein jemand wie Sonic, der sehr, sehr schnell laufen kann, in einem Auto sitzen, aber hey, es gibt ausschließlich Sonic-Charaktere, die halt gegeneinander antreten. Es gibt einen Team-Modus, das heißt, man kann mit mehreren Leuten zusammen quasi ein Team gründen und fahren gegen andere Teams und sich gegenseitig unterstützen. Zum Beispiel, wenn ich ein geiles Item finde, aber Maurice bräuchte das, weil er gerade irgendwie von zwei Gegnern im Visier genommen ist, kann ich ihn das halt irgendwie quasi zuschustern, so wie ich das verstanden habe und solche Sachen. Man kann sich gegenseitig mit Speedbooster unterstützen, all solche Sachen. Geht da ein bisschen anderen Weg, wie gesagt, als Sonic and All-Stars Racing Transformed und ja, es bleibt anscheinend diesmal bei Autos und nicht noch bei Flugzeugen und Booten und solche Sachen. Finde ich ein bisschen doof. Ich bin auch noch nicht so ganz überzeugt davon, ich würde gerne Gameplay sehen, aber zumindest sie haben ein bisschen Vertrauensvorschuss, weil Sonic and All-Stars Racing Transformed ja echt gut war. Und ja, vor allem die Welten waren halt schön. Ja. Mal gucken, was sie hier draus machen, aber ja gut, so lore-technisch war das natürlich keinen Sinn, dass auf einmal die ultraschnellen Igel in einem Auto sitzen und gegeneinander fahren, aber weißt du nicht, schnell das Auto ist? Ja, gut. Aber Sonic ist ja der schnellste Igel der Welt, also sollte er vielleicht auch mal ausruhen können. Er ist einfach eine Faulheit von ihm. Das kann natürlich auch sein. Ja, Usain Bolt fährt ja auch im Auto. Ja, gut, aber der läuft nicht ganz so schnell wie Sonic. So, dann nehme ich jetzt zumindest die nächsten zwei News, denn wir kommen zum Mittwoch und das ist Humble Bundle Zeit und wer die Wochenshow öfters hört, weiß, dass es in letzter Zeit einfach keine interessanten Humble Bundles gab. Wir haben nicht mal drüber gesprochen in der Wochenshow. Das habe ich aber nur vergessen. Ich gucke immer vor der Wochenshow, was die Woche rauskam und es war die letzten Wochen halt wirklich, wirklich großer Scheiß. Heute, beziehungsweise diese Woche, tatsächlich ein relativ großes Bundle namens Arma 2018. Und das, wie der Name schon sagt, mit eben allen möglichen Arma-Teilen und Spielen und vielen DLCs. Für $1 könnt ihr da nämlich Arma Cold War Assault, Arma Gold Edition und Arma Tactics erhalten, also das erste Arma. Für $15 könnt ihr Arma 3, Arma 3 Cards, was auch immer zum Fick das ist. Das klingt wie, ja, Mario Kart und Arma 3. Arma 3 Helicopters und Arma 3 Marksman erhalten. Und was ich jetzt interessant finde, für $17.34 könnt ihr Arma 2 erhalten, Arma 2 Arrowhead, Arma 2 British Armed Forces, Arma 2 Private Military Company und Arma 2 Army of the Czech Republic. Und ich frage mich ehrlich, warum Arma 3 billiger ist, in Anführungsstrichen, als Arma 2. Das ist das Interessante, das sehen wir zum ersten Mal, denn das Paket für $15 ist eigentlich das dritte Paket. Das zweite Paket, diese Average, ist ja in der Regel, das hat zahl mehr als den Durchschnitt, damit kommst du das. Aber dadurch, dass das vierte Paket, nämlich wenn du $20 bezahlst, bekommst du auch noch Arma 3 Apex, recht teuer ist, hat es den Average-Preis einfach teurer gemacht als das $15-Paket. Von daher ist der Average-Paket einfach nach oben, quasi nach oben oder noch je nachdem runden gerutscht halt und ist damit teurer als dieses $15-Paket. Aber für $15 würdet ihr zumindest Arma 3 erhalten, was das Wichtige ist. Dementsprechend, also aber wahrscheinlich, wie gesagt, ich nehme an, dass sehr viele Leute einfach direkt die $20 bezahlen und damit halt auch das aktuelle Arma 3 und dieses Apex-Add-on bekommen, zieht es natürlich den Average-Preis ziemlich nach oben. Aber nichtsdestotrotz, also Arma, wenn ihr Arma wollt, das ist, glaube ich, das beste Paket, was ihr jemals erhalten werdet. Die Frage dahinter ist halt nur, wollt ihr Arma? Ich würde ja gerne Arma spielen, aber dazu brauchst du halt ewig viele Leute und so viel Dedication zum Produkt, das ist halt nicht möglich. Das heißt, Jens sucht Leute für Arma, meldet euch bei ihm. Ja, so eine Runde altes Live wäre schon lustig. Die Red Potion Company. So, ich spiele alle Arma 3 Card. Achso, oder das. Gibt es ja dann auch Waffen auf den Cards? Das wäre lustig. Keine Ahnung. Vor allem ist das ja dann nicht nur ein Game-Mode. Das bringt ja wahrscheinlich einfach nur neue Vehikel und so ein Kram rein und dann fährst du einfach so ein Kampfgebiet mit so einer Kohorte und so einem Bataillon auf Karts quasi in den Krieg gegen Panzer. Stelle ich mir schon sehr lustig vor. Und zum guter Letzt noch das Humble Bundle Monthly. Den haben wir ja 9 Monat und da gibt es tatsächlich 3 Spiele, die vielleicht für den einen oder anderen interessant sind.
Für mich nicht. Und das eine ist Hearts of Iron 4, Black Wake und Portal Knights. Ja. Uninteressant, uninteressant und uninteressant. Vor allem war Portal Knights nicht Free-to-Play? Nee, das kostet Geld. Es gibt, glaube ich, eine Demo-Version, ja, aber das kostet wirklich, Portal Knights kostet Geld. Nicht viel, aber es kostet etwas. Nur mal zum Vergleich, eigentlich, das letzte Paket war eigentlich echt nicht schlecht. Das letzte Paket war Styx, Shards of Darkness, also der zweite Teil von Styx drin. Es war, verdammt, ja gut, Yooka-Laylee drin. Destiny 2 gab es natürlich als Freischalt. Es gab Cook, Surf, Delicious 2, Ken Follett's The Pillars of the Earth, Beer With Me, Collector's Edition und As Acceleration of Suguri 2, okay, was weiß ich, und Subsidiary Network. Aber zumindest für Styx, Yooka-Laylee, wenn man halt wirklich halt ein Masochist ist. Und zu guter Letzt halt eben The Pillars of the Earth. Ja, und natürlich Destiny 2 ist jetzt auch nicht das schlechteste Startding gewesen. Ne? Also nicht für 15 Dollar quasi. Diesen Monat dann doch wieder eher etwas, naja, mal gucken. Aber vielleicht ist ja wieder was Krasses dabei. Bei Styx ärgere ich mich jetzt gerade so ein bisschen. Halt. Aber das ist halt das Problem mit Wundertüten. Ja. Ich habe mich jetzt fast gekauft wegen Pillars of the Earth. Habe mich aber dann umentschieden im letzten Moment. Oh. Und dann kommt doch das, ne? Ach, der so. Ja, ne? Lootboxen und so. Echt, ist ja sehr ähnliches. Es geht weiter mit den normalen News und ich weiß nicht, mit welchen Waffen der Dritte Weltkrieg gefochten wird, aber der Vierte wird mit Stöcken und Steinen gefochten. Hat Einstein gesagt? Albert Einstein. Yay, ich weiß was. Einstein, Albert, ne? Und zwar haben wir hier World War 3, ein völlig neues Game, was wahrscheinlich keiner auf dem Radar hatte, was so ein bisschen an die moderneren oder an die Battlefields in den moderneren Settings erinnert. Und das Ding ist fucking Battlefield 3 oder 4. Wir hatten ja letzte Woche schon einen Teaser dazu gesehen, wir quasi sagen World War 3 announced, wo wir unseren Witz drüber gemacht haben. Und jetzt geht's halt mit dem Dritten Weltkrieg los, jedes Land oder viele Länder vertreten, darunter auch Deutschland, wie man gesehen hat, mit einer Jägereinheit anscheinend. Russland, Tschechien, England, Amerika, alle dabei, alle, die Spaß haben wollen. Und dann haut man sich halt einen modernen Militärkriegsshooter auf die Fresse. Ja, und es scheint nicht so Sci-Fi-mäßig zu sein, sondern das, was es wirklich gibt. Genau. Ja, moderner. Es geht halt wirklich in die Richtung Battlefield 3. Noch ein bisschen mehr wirklich bei der 4.3 statt bei der 4.4, aber fasst ja beides ganz gut zusammen. Und es wird halt im Herbst 2018 auf Steam in Early Access erscheinen. Von daher mal gucken, es wird am Anfang halt zwei Modi geben. Einmal so ein Conquest-ähnlichen Modus, wie man aus Battlefield kennt, und ein Battle-Royale-Modus. Hätte es gedacht. Aber grundsätzlich, das Gameplay, dadurch, dass es halt sehr ähnlich zu Battlefield 3 wirkt, macht mir das schon irgendwie Lust auf mehr. Mhm. Es ist halt wenn der Name halt mega bescheuert ist. Wenn da halt, also den Namen finde ich eigentlich relativ gut. Wie gesagt, dass bis heute dieser Name nicht gesichert worden ist von jemand anderem, wundert mich. Aber das ist halt wirklich, wenn das läuft, das Spiel, also wirklich sich gut anfühlt und nicht halt eine Bockhölle wird und alles ruckelt und die Waffen sich gut anfühlen, kann ich mir das schon sehr gut vorstellen. Da habe ich auf jeden Fall mehr Lust drauf als auf ein Call of Duty. Ja, gut. Aber gucken, wie gesagt, wenn es wirklich in die Richtung Battlefield 3 geht, dann ist das auf jeden Fall interessant genug, mal gucken. Und vor allem, sie haben ja durchaus. Wenn man ehrlich ist, der Name ist nicht bescheuerter als Battlefield. Ja, aber World War III klingt halt noch ein bisschen dümmer. Das ist halt, es ist halt insofern auch schön, dass es halt wirklich historische Beziehungen, also historische. Ich meine, du hast ja sogar die Webseite www.worldwar3.com. Aber du hattest, wie zum Geil haben die wer hat denn diese Webseite nicht vorher gesichert? Was zum Henker, Leute? auf jeden Fall. Gibt es auch also natürlich die aktuellen Schauplätze der Welt, also das Brandenburger Tor sieht man da drinnen und den Roten Platz, also gibt bestimmt einige interessante Orte noch, wahrscheinlich vielleicht auch vom Weißen Haus, wer weiß, aber für mich ja die Frage, wer hat die scheiß URL zu World War 3 nicht gesichert? Ich meine, da könnte man doch lustigerweise einfach eine Seite bauen, wo man alle möglichen Nachrichten der jetzigen Zeit auflistet, die wirklich zum Weltkrieg 3 führen könnten. Könnte man so einen Ticker machen oder so. Die abgekauft, denke ich mal, ne? Da würde ich aber Millionen für verlangen. Na gut. Oh, lol. Okay. Die Entwickler von World War 3 haben vor 13 Jahren ein Spiel entwickelt namens World War 2 Online. Das ist also quasi ein Sequel. World War 4? Ich habe keine Ahnung. Das finde ich gerade ein bisschen witzig. Ja. Wäre eigentlich witzig, wenn du dann so ein Steins Welt spielen würde.
Also dranbleiben, sieht vielversprechend aus, könnte sich aber als Riesenflop entpuppen. Ja, da muss ich auch abwarten, vor allem bei Early Access und so, da hat der Ringen schon die Alarmglocken, aber grundsätzlich Potenzial ist da. Ja. Kommen wir zur Kontroverse. Und zwar gab es auf Steam ein Spiel zu erwerben, das hieß Active Shooter. In diesem Spiel konnte man entweder einen SWAT-Einheit-Typen steuern oder einen Amokläufer. Und das ist natürlich ein bisschen heftig. Also zum Beispiel in der Schule konnte man wohl einen Amokläufer spielen, wo man halt Zivilisten, also Schüler und Lehrer erschießen konnte. Und kurz gesagt, Steam wurde das alles ein bisschen zu bunt und hat jetzt sowohl das Spiel als auch den Publisher des Spiels komplett von der Plattform gebannt. Ja, aber aus anderen Gründen. Es ging ja nicht nur darum, dass das Ding jetzt so brutal ist, weil man da halt Leute abschießen kann als Amokläufer, sondern sie benutzt eine andere Begründung, die, wenn man sich mal die Spieleliste angesehen hat von dem Publisher, tatsächlich jetzt nicht unbedingt überraschend ist. Es geht grundsätzlich darum, dass Steam gesagt hat, der Publisher bzw. Entwickler davon ist uns relativ bekannt als Typ, der Leute scammt oder Leute IPs benutzt bzw. Assets und Sachen von anderen Spielen oder letztendlich auch Reviews manipuliert, was ja dank der neuen Auflagen von Steam hart geahndet wird mittlerweile, dass die deswegen das Ding runtergenommen haben. Nicht, weil es jetzt wirklich primär darum geht, dass das Ding ist, was es ist, was vermutlich dazu geholfen hat, dass das Spiel in den Fokus gerückt worden ist, auch für Steam jetzt wieder mal ganz groß, sondern es ging jetzt denen wirklich darum, dass der Typ halt einfach ein Arschloch ist, der halt Sachen umlügt und was auch immer. Das ist tatsächlich das. Oder wird das noch vorgeschoben, damit die nicht irgendwie Beschwerde einlegen können? Das ist halt die große Frage, zumindest ist das, was halt Valve in diesem Statement gegenüber Motherboard geschrieben hat, dass man, also so von der Erklärung her geht das ganz genau raus, man hat ihn nicht rausgeworfen, weil Active Shooter halt ein kontroverses Spiel ist, und in dem man halt quasi mehr oder weniger ohne Kontext halt auf unschuldige Zivilisten schießen darf und es damit auch unter anderem beworben wurde, sondern weil dieser Atabirdiev schon in früheren Fällen halt auffällig geworden ist und mit halt Abzockspielen und solchen Sachen. Man werde aber, so Valve, halt schon demnächst nochmal über die Steam-Content-Policies reden. Weil das ist ja das Problem, dass man sagt, dass solche Spiele wie Active Shooter sind erlaubt, indem man halt auf unschuldige Zivilisten rumballert aus was weiß ich für kontextlosen Gründen teilweise, und das hat das Spiel ja nicht geliefert, zumindest nicht von dem, was wir wissen. Während es auf der anderen Seite Valve halt sehr harsch vorgeht gegen Spiele, wo man vielleicht den Ansatz eines Nippels sieht. Ja, das ist halt amerikanisches. Ja. Amerikanische Kultur und amerikanisches Recht, was da auf Steam verwirklicht ist. Ne? Genau, da treffen halt so zu Wetter aufeinander, wo halt Valve dafür kritisiert wird, hey, Brüste sind scheiße, aber Waffengewalt ist geil. Ja, das ist halt immer so das Problem mit manchen amerikanischen Firmen. Ja, aber Valve hat gesagt, man wird sich ja darum nochmal reden, wie das immer das bedeuten mag bei Valve. Ja. So oder so, ich persönlich muss sagen, ich kann auf dieses Spiel gut verzichten. Ich sehe da nicht so den Mehrwert. Ich sehe jetzt auch qualitativ nicht den großen Verlust. Genau, das ist vor allem das Ding, das Spiel. Unabhängig vom Inhalt. Unabhängig vom Inhalt. Egal, wie man zum Inhalt steht, das Spiel sah nicht gut aus. Das hat wirklich nach so Unity Store geöffnet, Assets gekauft, fertig. Ja. Ist jetzt nicht so spannend. Das bekommt ja selbst Jens hin. Ich glaube, wenn man sich ein bisschen Mühe geben würde, könnte man in jedem großen Titel eine Mod zaubern, die besser wäre als dieses Spiel mit dem gleichen Inhalt. Weißt du, wie gesagt, grundsätzlich, jetzt mal ganz ehrlich, so, dass die Thematik, einen Amoklauf darzustellen in gewisser Art und Weise, ist durchaus interessant. Aber dafür brauchst du halt wirklich nicht nur gute Game Designer, sondern vor allem halt auch Leute, die dahinter sitzen und das entsprechend kontextmäßig einordnen können und den Spieler halt tatsächlich auch entsprechend über Story oder andere Mitteilungen tatsächlich ein Bild vermitteln können, was da eigentlich passiert. Und das hat das Spiel zumindest von dem, was jetzt nicht ansatzweise auch nur im Visier gehabt. Ja. Und im Grunde war das einfach nur so, ja, Kontroverse, weil du kannst halt auf unschuldige Zivilisten ballern. Da muss man halt sagen, es gab ja auch Hatred, wo man ja auch mehr oder weniger einen Amokläufer spielen konnte, zwar kein School-Shooter oder wie auch immer man sie nennt, sondern einfach nur so ein Typ, der die Menschen nicht so gerne mag. Und da muss man sagen, da war, auch wenn man es vielleicht an sich nicht gut findet, da war halt irgendwie noch ein Spiel hinter. So, ja. Ne? Und die haben wir zumindest hier halt. Die haben zumindest den Ansatz versucht zu liefern, einen Kontext zu geben, sind darin auch natürlich gnadenlos gescheitert.
Aber sie haben es zumindest versucht in gewisser Art und Weise, wenn es auch wirklich nicht gut war. Aber das Blut hat als grafischer Effekt wenigstens irgendwie gewirkt. Ja, das war auch technisch nicht ein allerschlechtes Spiel, aber wie gesagt, bei solchen Spielen ist es halt immer problematisch. Also es hat da einfach nur so auf Zivilisten schießen, ist wahrscheinlich nicht das Spiel, was die meisten Leute anspricht. Und da sind halt dann, wenn es Leute dann vielleicht anspricht, sind das meistens vielleicht irgendwelche Leute, die halt sowieso einfach nur gegen die Masse schießen möchten. Von einer Straftat zur nächsten. Stalking ist ja auch verboten und wir kommen zu Stalker 2. Überleitung des Tages. Überleitung. Wow. Ja. An dem geht es ja nur darum, dass man andere Leute durch das Badezimmerfenster beobachten. Wie wir alle wissen. Richtig, das ist Ziel des Spiels. Deshalb mag das Mobius so. Das russische Postapokalypsen-Sonzer-Spiel wurde relativ früh angekündigt, ohne konkrete Inhalte und wir wissen jetzt auch warum. Und zwar würden die gerne, glaube ich, auf der E3 etwas präsentieren, aber sie haben noch gar keinen Publisher und im Wesentlichen wollten sie zeigen, dass es Interesse für dieses Spiel gibt, indem sie einfach früh ankündigen und jetzt suchen sie einen Publisher. Sie würden ja bestimmt gerne was präsentieren auf der E3. Das Problem ist, es gibt nichts zu dem Spiel. Ja, Stalker 2 ist offiziell laut dieser Aussage in einem Design-Document-Stage. Das heißt, man hat wahrscheinlich PDFs erstellt und Vorstellungen, solche Sachen, aber man hat nichts Handfestes. Das Ding ist halt, dass man möchte halt einen Publisher haben. Dementsprechend kündigt man das so früh an. Man hat den Hype durchs Internet gehen sehen. Nicht nur bei uns, sondern auch bei natürlich allen anderen großen Outlets. Bei YouTube natürlich. Und was hast du nicht gesehen? Und wenn man jetzt einen richtigen Publisher findet, die das natürlich interessant finden, dass Leute das interessant finden, dann könnte man jetzt vielleicht irgendwo punkten. Von wem wurde denn Stalker 1 gepublished? War das die Review? Das war, glaube ich, weiß ich gar nicht, wer der Publisher war. Aber ich sag mal so, nehmen wir an, sie finden einen Publisher, wird das mit 2021 garantiert nichts. Deep Silver und THQ. Ich bin gut. Ja, aber man muss ganz ehrlich sagen, also selbst wenn sie jetzt, wie gesagt, einen Publisher finden, bis im Jahr 2021 wird das nichts, wenn man jetzt aktuell gerade in der Design-Dokument-Stage ist. Und so ein Spiel wie Stalker 2, wenn es halt wirklich als Nachfolger von Stalker 1 wirklich gedacht ist, mit einer ähnlichen Spielweise und Spielpräsentation, dann schaffst du das nicht jetzt in den knapp, sagen wir mal, 3 bis maximal vielleicht 3 Jahren und 5 Monaten oder so. Mhm. Da brauchst du deutlich mehr Zeit. Ich frage mich nur, in was für einem Budget sie das entwickeln wollen, weil wäre das ein AA oder so werden, hätten sie das vielleicht auch über Kickstarter finanzieren können? Ja, vielleicht, aber dann wäre es wahrscheinlich nicht, also Stalker war ja schon so ein bisschen Open-World-esque, oder zumindest mit der Hub so und so Sachen groß, und das kostet halt eine Menge Geld mit dem. Das kostet wirklich was, ja. Das wäre wahrscheinlich deutlich linearer geworden als kleines Budget. Ja, aber sie sind ja russische Entwickler, das ist alles nur halb so teuer. Gut. Ja. Ja, keine Ahnung, ich find die Ankündigung sehr merkwürdig, und das verdeutlicht das eigentlich nochmal, dass man im Grunde einfach nichts hat, und naja, ne? Ihre Vorgehensweise ist sehr interessant. Ich meine, das sind russische Entwickler, und dann stellst du einen guten Kill-You hin. Einfach irgendwie selbst gebrannten Schnaps. Geht das? Sie haben es versucht. Ne? Also ich weiß nicht, ob das so Stalker wirklich braucht. Ich glaube, das hätte man auch ohne so eine Internet-Trommelwirbel-Ankündigung machen können und sagen, hey, vielleicht findet man bei THQ Nordic jemanden oder bei Deep Silver, wo das mit einem selber oder halt irgendwie, weiß nicht, Focus Home jemand, der sagt, hey gut, wir kennen das noch von früher und wir wissen, dass es dadurch eine Fangemeinde gibt, wir geben euch halt Budget. Da brauchst du jetzt nicht zwingend jetzt so eine öffentliche Vorgehensweise. Weil ja, ist ein bisschen seltsam, aber wow. Mir ist es irgendwie egal. Wenn sie Erfolg haben, ist auch gut. Wenn nicht, dann schade. Mal hoffen wir das Beste. Jo. PUBG trifft Mad Max. Fractured Lands, ein neuer Titel, der angekündigt wurde, und ja, im Grunde habe ich schon alles gesagt, ist PUBG in Mad Max-Universum. Eigentlich das bislang, muss ich sagen, geilste Setting für ein Battle Royale-Spiel, Mad Max. Das passt ja wie die Faust aufs Auge eigentlich. Sieht aber alles noch sehr rough aus. Es sind zumindest ehemalige Battlefield-Entwickler dran beteiligt und solche Sachen. Und grundsätzlich finde ich, die halt von Mad Max. PUBG. Gut, aber du siehst halt schon die Animationen und solche Sachen. Das ist alles noch sehr für Alpha. Das Ding wird demnächst in ein paar Wochen, Monaten erst auch ins Early Access gehen bei Steam und solche Sachen. Aber grundsätzlich, dass man auch viel mehr Wert legt auf den typischen Mad Max Kampffahrzeug-Sachen, hat schon was. Fahrzeuge haben Düsen, können springen und hast du nicht gesehen. Also Waffen dran bauen. Also da geht's, oder haben Turbo.
Kann man cool, ja, das Setting sagen. Ist mega cool. Der Hintergrund sieht geil aus. Anscheinend gibt es Sandstürme, die vielleicht auch übers Land hinwegfegen können, weil im Hintergrund ein riesen Tornado ist, zumindest in der einen Map. Da kann man ohne sein, ne? Ja. Da kann ja, man das ist halt alles noch, es ist natürlich alles noch frühe Version so. Aber grundsätzlich sage ich vom Setting her und von den Ideen her, das hat Potenzial. Ob sie es umsetzen können mit, wahrscheinlich ist ein kleines Studio mit nur recht geringem Budget. Aber hey, sie haben zumindest Erfahrung, wenn da einige Battlefield-Entwickler und glaube ich auch Paid-Entwickler dran beteiligt sind oder so. Why not? Wer sich jetzt dafür interessiert, kann sich zumindest auf der Website bei denen ein Beta-Key reservieren. Geht auch recht zügig eigentlich. Zumindest meiner kam jetzt irgendwie 10 Minuten nach der Anmeldung, kam halt schon der Beta-Key. Und dann kann man ab den 8. Juni in die Beta reinsehen. Jo. Wir hatten lange kein Lego-Spiel mehr, gefühlt, aber jetzt gibt's wieder eins, und zwar Lego DC Super Valiants. Da kommt jetzt erst die nächste Lego Incredibles raus, Maurice. Oh, das habe ich schon völlig verdrängt. Hat, glaube ich, jeder. Wahrscheinlich, weil ich die Incredibles nicht so nice finde. Aber das hier sieht echt ganz witzig aus. Wahrscheinlich ist aber Render-Qualität. Ich glaube nicht, dass das Spielgrafik sein wird. Aber es sieht halt, weiß ich nicht, gerade so als jemand, der sich für Lego viel interessiert. Sie greifen viel so in Lego-Modelle. Ja, Namen sagen, auch nichts mit DC Lego DC Supervillains. Ja. Außerdem geht es nicht um Batman und Superman und Nase sind nicht gesehen, sondern es geht um die Bösewichte. Unter anderem natürlich der Joker, Harley Quinn. Der von Mark Hamill gesprochen wird, würde ich sagen. Das kann sehr gut sein. Dementsprechend perfekter Joker immer noch. Kommt halt am 16. Oktober 2018 für PC, Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch raus. Was ich halt dort jetzt in Spielen, ich finde die Lego-Spiele alle ganz cool, was ich aber bis heute enttäuscht, dass das immer noch kein Online-Koop hat. Ich würde sowas gerne mal mit Maurice spielen. Ja. ja. Ich finde den Trailer aber wirklich cool, weil der halt diesen realistischen Look hat, sage ich mal. Also es sieht halt nicht so clean aus, sondern man sieht richtig so die Texturen der Steine und so. Ja. Auf dem Bedruck. Ja, ganz cool. Dann haben wir ein Finanzgeschäft und zwar kauft Nordisk Film Avalanche Studios. Das ist alles, was ich dazu sagen kann. Nordisk Film ist einer der ältesten und eigentlich auch fast schon größten europäischen Filmstudios, die es gibt und schwersten auch und so weiter und so fort. Und die haben sie jetzt für ein paar Millionchen, also quasi, 103 Millionen haben sie quasi die 103 Millionen Dollar, 89 Millionen Euro, haben sie quasi jetzt die Avalanche Studios gekauft. Ganz schön wenig. Die zuletzt Just Cause gemacht haben und jetzt an Rage 2 arbeiten. Und das ist schon relativ wenig, wie Rase sagt. Es sind 320 Entwickler, gehen da jetzt mit rüber, was tatsächlich eine ganze Menge Entwickler sind. Aber die arbeiten wahrscheinlich auch an Just Cause 4 und an Rage 2 vielleicht, keine Ahnung. Dementsprechend, ja, hoffentlich geht das gut. Ich glaube, ist das nicht dann vielleicht auch das erste Studio, was einem wirklich reinen Filmstudio gehört? Na gut, Warner Brothers. Ja, gut. Ansonsten, ja ich bin mir gar nicht sicher. Ich glaube auch nicht Lion Cars, sondern die andere Firma mit, mit Lion irgendwas genommen, hat, glaube ich, auch mittlerweile ein Entwicklerstudio auch geworden. Aber ja, ist auf jeden Fall sehr selten. Das Ding dahinter ist ja der Unterschied, wenn Warner Brothers macht, die haben ja die Marken, die haben ja quasi Herr der Ringe und die haben Mad Max und die haben alles, während hier Norsk, die machen ja wirklich, oder Nordisk Köln, die machen ja Filme, die kommen ganz gut an, aber das sind ja, die haben ja keine Marken, die du einfach sagen kannst, jo, dann macht uns mal halt ein Lord of the Rings Spiel. Das sind halt europäische Filme, die kennt halt keinen Schwanz. Ja, genau, klar. Ich finde es auch sehr interessant, weil es halt doch recht wenig Geld ist für so eine Übernahme für ein Studio, was doch schon durchaus einige starke Marken im Portfolio hat und so. Aber bei den Avalanche Studios soll sich halt nichts ändern im Großen und Ganzen. Sie können weitermachen, wie sie möchten. Auch die Partnerschaften werden weitergepflegt. Das heißt, es könnte auch ein Mad Max 2 vielleicht geben oder hat, wie gesagt, ein Just Cause 4. Rage 2 wird natürlich trotzdem produziert, ist ja klar und solche Sachen. Sehr interessant, dass halt so ein Filmverleiher sagt, okay, wir möchten da vielleicht unsere Expertise weiter ausbauen oder überhaupt anfangen auszubauen. Mal gucken, ob das nicht in Zukunft noch öfters passiert. Okay, cool. die Xbox hat ihr Abo Dingsbums, war sie Xbox, nee, Games of Gold heißt es, gibt es jetzt diesen Monat wieder, und zwar mit folgenden Titeln, und zwar Assassin's Creed Chronicles Russia. Man denkt sich so, okay,
Ja, also wer das nicht weiß, das ist das 2,5D Assassin's Creed, wo man von der Seite sieht und ein paar andere Sachen mal erlebt, aber es ist halt sehr repetitiv. Es ist ganz nett. Und der Russia-Game, zumindest der Russia-Grafik-Serie, den Art Design, das sie verwenden, ist halt sehr, sehr cool, weil sie diesen Schwarz-Weiß-Look hatten mit teilweise sehr roten Farben dazwischen, die sehr leuchtend sind und so. Das sieht schon sehr, sehr cool aus. Das erinnert so ein bisschen an der Saboteur, wenn das noch jemand kennt. Oh, Saboteur, jetzt genau. Zumindest vom Artstyle her ist das ähnlich. Oder zumindest von der Idee her. Dann gibt's Smite Gold Bundle. Also Smite ist ja dieses Third-Person-MOBA-Ding. Da gibt's jetzt irgendwie Götter und Skins und weiß ich nicht was in einem Bundle. Ja, sind also haufenweise Champions und so weiter drin und Skins und so. Ein Paket, was angeblich bis zu $100 wert ist. Ja. Sagt man dann so. Dann gibt es Sonic and All-Stars Racing Transformed. Sicherlich ein cooles Spiel, aber halt auch schon ewig alt. Ja. Aber das beste Spiel in dieser Reihe. Ja. Und Lego Indiana Jones 2, die neuen Abenteuer. Ja. Kann man, naja, es ist nicht der stärkste Monat, das kann man es, glaube ich, so festhalten. Ja. Das sind also 5-Euro-Spiele und Werbemaßnahmen, das war's. Ja. Tut mir leid, aber nee. Smite verstehe ich halt wirklich gar nicht, weil das ist, naja, kommt ganz ernsthaft. Da ist Sony mit seinen PlayStation Plus diesen Monat wesentlich besser aufgestellt, denn dort gibt es den Strategie-Hit XCOM 2. Das ist, schon krass. Ja, ein sehr, sehr gutes Grundstrategiespiel. Das ist natürlich noch ohne das Add-on, was da vor ein paar Wochen, Monaten rausgekommen ist. Aber das Base-Spiel bietet schon einige Stunden Unterhaltung von echt guter Klasse. Ja, kann man locker 30 bis zu 200 Stunden drin versenken, je nachdem, wie geil man das findet. Dann gibt's Trials Fusion, dieses Motorrad-Ausbalancierspiel. Auch echt gut. Also man bekommt genau das, was man von Trials erwartet, bekommt man dort geliefert und hat mittlerweile auch einen recht, glaube ich, großen Marktplatz an User-Generated Content, den man ausprobieren kann. Mhm. Und dann gibt's noch ältere Titel für die PlayStation 3, nämlich Tom Clancy's Ghost Recon Future Soldier. Ja. Ja. Nee. Ist okay. Ja, und dann wird's noch absurder, nämlich Zombie Driver HD Complete Edition. Lassen wir das einfach mal so stehen. Genau. Und aber die beiden weiter und spielen die auch nicht gerne. Auch noch Quatsch. Ja, gibt viel Squares und Atomic Ninjas. Ja, nie gehört, keine Ahnung. Aber XCOM 2 Trials Fusion, das ist schon durchaus gut, das kann man machen. Genau. Das sind schon zwei sehr gut bewertete Spiele von daher. Also diesen Monat wird auf jeden Fall Sony da ziemlich einfach, obwohl man selbst auch nicht das beste Angebot hat, was man jemals gesehen hat. Aber im Vergleich zu diesem Microsoft-Angebot ist das halt schon mal eine andere Liga. Ja, also ein klarer Punkt für Sony. Assassin's Creed Origins kam sehr gut an. Dementsprechend hoffen viele, dass Assassin's Creed Odyssey genauso gut wird. Der wahrscheinlich nächste Teil, wenn ich das richtig verstehe. Und der wurde jetzt angekündigt, dass er angekündigt wird, und zwar auf E3. Ja, man war so, also es ist eine sehr merkwürdige Ankündigung, weil ich glaube, Ubisoft wollte das gar nicht vor der E3 bekannt geben, aber war so ein bisschen unter Zugzwang, denn an den Tag der Ankündigung, wo sie dann diesen Mini-GIF-Ankündigung da vorgenommen haben über Twitter, ist ein Merchandise-Objekt geleakt worden zu Assassin's Creed Odyssey und da war halt dann die Katze aus dem Sack. Es gab ja schon länger Gerüchte und solche Sachen, aber Gerüchte sind halt Gerüchte und mit diesem Merchandise-Leak war klar, okay, das Ding existiert. Und jetzt hat man ja dann gesagt, wahrscheinlich so im Laufe des Tages, wo wir so, fuck, wir brauchen irgendwie ganz schnell was zusammengeschustert und hat sich irgendwie so das billigste GIF rausgeholt, was man machen konnte, nämlich einfach den typischen Spartaner-Dritt von der Klippe runter und tschüss, a la 300, ne, kennt man ja so ein bisschen, und hat damit gekündigt, ja, auf der E3 wird man halt Assassin's Creed Odyssey richtig ankündigen, als direkten Nachfolger wahrscheinlich von Assassin's Creed Origins. Kommt mir, glaube ich, ein bisschen zu früh. Also anscheinend, so wie ich jetzt vermute mal, ohne es zu wissen zu wollen, wird das wahrscheinlich dann noch dieses Jahr rauskommen, I guess. Und damit wären wir wieder bei den klassischen Einjahreszyklus von Assassin's Creed und ich weiß nicht, ob das so gut ist. Ich hätte gesagt, sie machen halt doch wieder ein Jahr Pause und lassen dieses Jahr halt Watch Dogs dann aus dem Käfig. Aber vielleicht dann doch lieber dann halt nochmal direkt der Nachfolger von Assassin's Creed Odyssey. Ja. Aber Griechenland ist ein bisschen cooles Setting. Ja. Das stimmt, hoffentlich gibt es wieder so einen Geschichte-Modus. Könnte ich mir gut vorstellen, dass man sowas wieder einbaut. Insurgency Sandstorm ist ein Militärtaktik-Shooter, den ich schon wieder vergessen hatte, aber der bekommt jetzt ein konkretes, oder
relativ konkretes Release-Datum, nämlich im September diesen Jahres. Genau, kommt auf Steam raus, Konsolenversion kommt ein bisschen später, gibt keine Singleplayer-Kampagne mehr, aber dafür halt von Anfang an die klassischen Multiplayer-Modi, die man von den Search Engines so kennt. Ich bin sehr gespannt drauf irgendwie, weil sonst mochte ich diese Koop-Partien in den Search Engines eigentlich sehr gerne. Und es sieht diesmal auch echt ganz okay aus. Ja. Der Atari VCS, der ist ja jetzt schon seit längerem angekündigt, deswegen verstehe ich nicht so genau, was hier passiert. Auf jeden Fall gibt es eine Crowdfunding-Kampagne auf Indiegogo, genau zu diesem Gerät. Ja genau, das ist offiziell. Man hat ja vorhin gesagt, man wird das Ding über Crowdfunding finanzieren. Und jetzt ist halt die große Kampagne an den Start gegangen und hat viel, viel mehr Erfolg, als ich es erwartet hätte, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also das Ding hat aktuell, muss man sagen, also sie wollten 100.000 als flexibles Founding-Ziel und mittlerweile steht man bei 2,4 Millionen US-Dollar. Ja, also was man dazu sagen muss, das Ganze ist dann, ich meine, die 100.000 selbst ist schon ein relativ, sagen wir mal, niedriges Ziel, was sie sich da gesetzt haben, ist noch einen Monat übrig, also da kommt schon ein bisschen mehr zusammen und das Ganze fühlt sich dann meiner Meinung nach an, eher wie so ein Pre-Order-Ding, genau, wo Leute schon mal vorbestellen können. Man sagt ja auch ein bisschen was passiert. Man hat die ganz klassischen oder über 100 klassische Atari-Spiele, die da schon drauf sind und so weiter und so fort. Also alles, was man kennt von Androids, das wissen wir alle schon. Man hat Studiopartner, von denen ich persönlich fast gar keinen kenne, also genau genommen gar keinen. Die sind weiter unten, falls ihr das nicht gesehen habt. Und eine Sache, die ich sage... Na gut, Petroglyph kennt man als Strategiespielentwickler. Die haben auch damals Star Wars Empire at War gemacht und sowas. Man hat weit unten ein bisschen das, sieht man das Overlay davon, wie man halt die ganzen gedownloadeten Spiele, beziehungsweise pre-installten alten Atari-Spiele hat. Hast du nicht gesehen. So, jetzt kommen wir aber zu einer Sache, die mich anpisst, bevor ich überhaupt auf diese Seite gekommen bin. Und das regt mich unglaublich auf, wenn ich auf so Seiten gehe, dass mein Skriptblocker einfach über 70 Skripte automatisch blockt. Man muss sich diese ganze Scheiße durchklicken, bis man überhaupt die Seite sehen kann. Pisst mich unglaublich an. So. Cool. Wir wissen ja zumindest auch mal ganz offiziell, was da für Hardware drin steckt und das ist nicht allzu gut. Ich muss sagen, es ist halt eine AMD-Architektur natürlich, wie man so ein bisschen erwartet hat. Es sind 4 GB DDR4 RAM drin, es ist Bristol Ridge A10 und eine Radeon R7 GPU und CPU. Es ist nicht wirklich high Class, muss man ganz ehrlich sagen. Also, weiß ich nicht, einen Witcher 3 wird man darauf wahrscheinlich nicht so gut spielen können. Aber es ist halt eher so tatsächlich eine teurere Ouya mit ein bisschen durchdachteren Konzept vermutlich und insgesamt typischeren Design. Aber ob sich das wirklich so langfristig gut durchsetzen wird, Also es ist halt, wenn das ich halt da sehen kann, ist, man hat halt die komplette Collection an Atari-Spielen. Das ist ganz schön für vielleicht Leute. Das ist ja dann so, ob du jetzt die 100 zahlst für die SNES Super Classic, wo du ja noch ein bisschen mehr Spiele hast. Ganz cool. Ich meine, die Standard-Edition selbst kostet ja auch, sagen wir mal, nur 199, aber da ist kein Controller dabei. Aber sind wir halt bei 299, wenn du die Limited Edition Collectors haben willst. Was auch immer. Sagen wir, bei 200 bist du dabei, hast das Ding. Cool. Was ja verglichen mit den 80 für den SNES Mini mit 10 Spielen oder 12 Spielen tatsächlich dann fast schon wieder okay wäre. Man hat Publisher bzw. Studios, die dafür wahrscheinlich vielleicht ein, zwei Spiele entwickeln werden. Und was ich mir vorstellen könnte, wenn man das richtig aufzieht und es ist halbwegs erfolgreich, dass du dann in der nächsten Generation tatsächlich wirklich einsteigen könntest. Weil ich glaube, für Research und Development hat einfach das Geld gefehlt, wenn du da einen kompetenten Kollegen, Konkurrenten für die PS4 und Xbox One raushauen willst, dafür ist Atari, haben die das Geld, glaube ich, nicht. Nee, ich glaube auch, dass man auch mit der nächsten Generation wahrscheinlich das Geld dafür haben wird. Ich finde es auch sehr interessant, dass man ankündigt, für so ein Device zu sagen, es wird dann noch ein Advanced Services geben, das auf Abo-Basis läuft. Ja, Halleluja. Solche Sachen, ich könnte es zukünftig vorstellen, wie gesagt, wirklich jetzt Android-Box ist wahrscheinlich ganz nett und das, wie gesagt, ich finde es halt immer noch sehr stylisch, wie es aufgebaut ist und aussieht. Aber den wirklichen Erfolg sehe ich da gerade echt nicht, außer dass es halt wirklich eine hübsche Box ist. Ja. Aber ansonsten, ich brauche es ja nicht. Auch die Controller sehen eigentlich echt ganz hochwertig aus, was sie da zumindest zeigen, auch dieser neue Joystick und solche Sachen. Das ist schon durchaus durchdacht an vielen Stellen, aber ob man mit den Dingen halt wirklich Erfolg hat, ich weiß ja nicht. Wie gesagt, das sieht nach einer besser durchdachten Ouya aus, und deutlich intelligenter auch zusammengebastelt, glaube ich, insgesamt. Aber ob wirklich da der Erfolg da ist, weil
cool, du hast ja diese 100 Atari-Klassiker, aber die kriegst du mittlerweile wahrscheinlich überall hinterhergeschmissen für 99 Cent auf Steam und hast nicht gesehen, im schlimmsten Falle, als Paket, weil das ist halt nix. Hat ein lustiges Ding irgendwie, so ein lustiges Gimmick, ne? Und spricht ja Leute an, die mittlerweile im sehr zahlungsfähigen Alter sind. Irgendwie ist mal so aus. Ja, Wreckfest ist der Nachfolger von Flatout, einer Demolition Derby Rennspielreihe. Und dieses tolle Spiel ist seit Ewigkeiten, glaube ich, im Early Access. Und hat jetzt einen 1611 Tagen. Seit 1611 Tagen ist es im Early Access. Ja, und das verlässt jetzt demnächst den Early Access, und zwar am 14. Juni. Genau. Und jetzt wird es sehr, sehr spannend, denn mittlerweile ist ja THQ Nordic als Publisher eingestiegen und solche Sachen. Und seitdem hat sich die Update-Politik bei Wreckfest deutlich verändert. Also zwischenzeitlich war das Spiel sehr schlecht bewertet auf Steam, weil kaum Updates rauskamen, und irgendwann haben sie einen Fahrphysik-Update gemacht, die das ganze Spiel mehr oder weniger kaputt gemacht hat oder sehr unspaßig gemacht hat. Mittlerweile ist jetzt die Kürzlichen Reviews sehr positiv. 91% der letzten 30 Tage sind halt positiv und solche Sachen. Und die Kommentare loben sehr deutlich das Entwicklerteam, das sich mit den letzten Patches sehr vieles zum Besseren gewendet hat. Und da vielleicht kommt da doch noch wirklich diese richtige Flatout-Nachfolge. Ich hätte mega Bock drauf. Und das wäre schon mega cool, wenn das jetzt endlich wirklich gut wird. Ich meine, ist jetzt auch schon echt sehr lange, seit 2014 auf Steam. Schon krass, ne? Nee. Da fällt ein DayZ ist ja noch länger im Early Access. Oh Gott. Ich finde der Early Access an sich ja gar nicht so schlecht, wenn es nicht abused werden würde. Guck mal, 1611 Tage für Early Access sind schon, das ist schon eine Ansage. Geht schon Richtung Abusing, ne? Also das ist halt so, weiß ich nicht, über 4 Jahre, das ist normalerweise durch die Entwicklungszeit ein normales Spiel jetzt dabei. Also, hätte man irgendwie angefangen, wir veröffentlichen unsere Design-Dokumente als Early Access. Es ist quasi so Stalker 2, warum machen die nicht Early Access? Am Anfang kannst du erstmal nur die PDF-Sachen vorladen, was sie gedacht haben, und dann wird es immer besser. Mal gucken. Ich bin auf jeden Fall, vielleicht, wenn die Testversion tatsächlich auch sehr, sehr gut ist, wäre es auf jeden Fall eine Überlegung wert, weil grundsätzlich Flatout macht halt immer noch Spaß. In der Tat. Der berühmteste Superheld der Welt, nämlich Superman, bekommt vielleicht ein neues Spiel, denn es gibt Gerüchte, dass Rocksteady, der Entwickler von den Batman-Spielen, die ja durchaus überzeugt haben, an einen neuen Titel arbeiten, und dieser Titel soll dann Superman im Fokus haben. Dazu gibt es jetzt weitere Hinweise. So soll es eine Cover-Story geben von, welchem Magazin war das nochmal? Game Informer, genau. Außerdem soll es möglicherweise auf der Microsoft-Pressekonferenz auf der E3 etwas zu sehen geben und so weiter. Ja, vielleicht gibt es ein Superman-Spiel. Es gab also, jetzt in den letzten Jahren schon sehr oft Gerüchte darum, dass Rocksteady entweder an einem DC-Komplett-Spiel arbeitet oder an einem Superman-Spiel. Bisher hat sich davon nie was bewahrt. Mal gucken, ob es jetzt stimmt. Ich habe ja auch schon im E3-Forscher-Bot gesagt, ich erwarte eigentlich irgendwie, dass Rocksteady ihr nächstes Spiel jetzt ankündigt, weil Warner Brothers auch sonst nicht aktuell sehr viel in der Pipeline hat, außer den 2 Lego-Spielen, den Incredibles und jetzt hier DC Super Villains. Von daher warte ich schon, dass Rocksteady ihr nächstes Spiel zeigt, ob Superman ist. Mal gucken. Ja. Exakt, kann man nichts hinzufügen. Grundsätzlich wäre es cool. Irgendwo kann ich mir vorstellen, weil Rocksteady traue ich dadurch ja schon einiges zu, aber ich hätte irgendwie, am liebsten hätte ich mal gerne ein Spiel aus der Sicht des Jokers. Wo man wirklich den Joker komplett verkörpert. Aber nimmt das nicht recht viel von seiner Mystik weg, oder? Nicht zwingend. Ich finde das relativ schwer zu darstellen, denke ich mir. Kannst ja auch gerne einen anderen Bösewicht nehmen. Es gibt sehr viele gute DC-Bösewichte. Ja, das stimmt. Wie heißt der nochmal? Mr. Ice oder so? Freeze, genau. Ja, oder machen ein Harlequin-Spiel, Alter. Wo du Leuten mit einem Hammer den Schädel einschlägst. Aber das ist ja nichts anderes wahrscheinlich. Ja, das kann auch was, aber. Wenn du sagst, den Joker, das ist mir wieder, das nimmt seine mysteriöse. Wie kannst du hot anziehen, ohne einen Skandal zu haben? Joker finde ich halt ganz cool, wenn du halt wirklich tatsächlich, der Joker ist jetzt nicht der Bösewicht zwingend, der halt den 1-gegen-1 Kampf sucht, sondern tatsächlich Fallen stellt und solche Sachen baut. Naja, das wäre ein cooles Spielkonzept irgendwo, aber ich glaube, das wäre zu langsam in gewisser Art und Weise für den großen AAA Mainstream-Markt. Das weiß ich nicht. Schwierig.
Vor nicht allzu langer Zeit erschien, ich glaube am 25. Mai, Dark Souls Remastered und hat nicht jedem gefallen. Deswegen haben einige Leute das in die Hand genommen, das selber nachzubauen, und zwar in Lego Worlds. Es gibt jetzt wohl offensichtlich eine Lego Worlds Mod, in der man Dark Souls spielen kann. Ja, aber irgendwie die ersten 5 Minuten oder man hat einfach nicht mehr aufgenommen. Jetzt müssen wir halt so ein bisschen angefangen nachzubauen. Das ist, glaube ich, das Interface und so weiter ist nicht komplett, sondern das ist als Videodatei drüber gelegt und solche Sachen. Wenn das ist sehr viel geeditet. Aber ich würde sagen, die Umsetzung ist mega witzig gelungen. Super sympathisch, ja. Ja, auf jeden Fall sehr, sehr süß. Also wenn es die Möglichkeit gäbe, dass halt From Software mit Lego zusammenarbeiten würde, wenn sie das machen würden, why not? Ja. Also dann würde ich Dark Souls auch mal spielen. Also das sieht aber mega niedlich aus. Das ist mal ein interessanteres Lego-Spiel. Tatsächlich. Also das fände ich tatsächlich cool. Also ja, deshalb muss ich auch sagen, ich habe mich ja gestern darüber aufgeregt, dass ich mittlerweile Dark Souls viel zu oft gespielt habe. Ich brauche was Neues, das würde ich dann nochmal spielen. Und das Witzige ist ja, den Lego-Spielen wirft man ja hauptsächlich vor, dass sie zu leicht sind. Das ist ja einer der Hauptvorwürfe. Und dann mit Dark Souls zu mixen, ist halt ganz witzig. Ja, mal eine coole Zusammenarbeit, wirklich ohne Scheiß. Und ich finde auch, dass die Animation so weit, das ist echt sehr, sehr, sehr cool umgesetzt. Jo. Dafür gibt es echt den Daumen hoch. Red Potion approves. Ja. Kommen wir zu unseren Lieblingspräsidenten Wladimir Putin. In Russland findet demnächst die Fußballweltmeisterschaft genau, statt. Genau, du weißt, dass ich wegen so Sprüchen aus dem Land rausfliegen könnte, ne? Ja. Gut, also. Als ob jemand in Amerika diesen Podcast hört. Ja, ich glaube, ich traue dem mittlerweile alles so. Jedenfalls, also, mach weiter. Die Russen haben jetzt beschlossen, auf ganz offiziellen Wege den E-Sport als Sportart anzuerkennen, und das ist dahingehend vielleicht ganz gut, dass die E-Sportler, die halt aus Russland an Wettbewerben teilnehmen können, jetzt auch teilnehmen können, weil das aufgrund der offiziellen Anerkennung natürlich die Möglichkeit, Visa zu erhalten, sehr, sehr erleichtert. Ja, genau, es ist von der Seite Unikrin, welche eigentlich eine Webseite ist, und irgendwie finde ich das ganze Ding immer noch so ein bisschen shady, auch wenn da irgendwie die relativ wenig viel machen wollen für E-Sports. Aber es geht tatsächlich, oder mach du jetzt so Rase, dann mach ich. Ja, also das Wichtigste ist, dass man tatsächlich den E-Sport als offiziell anerkennt, als eigene Disziplin mit eigenen Unterkategorien. Man sagt ja aber nur E-Sports fertig, bumm, Stempel drumher, fertig. Sondern es gibt halt eigene Unterkategorien für Strategie und Sportspiele und solche Sachen. Also man hat direkt mitgedacht. Das ist Wahnsinn. Und laut den, diesen Kolobkov, Herren von dem Sportministerium, keine Ahnung, wie man seinen Namen wirklich ausspricht, ist halt im Grunde die Sache, warum es für die Regierung kein Problem ist, denn es ist egal, ob die Regierung jetzt das E-Sport als Sport anerkennt, sondern die Gesellschaft hat es bereits anerkannt, dass E-Sport durchaus eine sportliche Tätigkeit ist. Und jetzt ist es für die Aufgabe des Sportministeriums einfach nur noch, den E-Sport entsprechend zu regulieren und seine rechtlichen Schranken halt oder seine rechtlichen Gesetze aufzubauen, damit er sich entsprechend reguliert werden kann. Ja, es ist ja so, dass Russland tatsächlich da relativ offen ist. Die haben ja auch, sind ja auch relativ gut, was E-Sports angeht. Also sei es CSGO bis Dota 2, das ist fast schon russisches. Moskau 5 früher noch. Ja, es ist fast schon russisches Standardgebiet. Und er hat da insofern recht, dass sich das mittlerweile selbst etabliert hat, nach wie vor. Auch wenn hier davon geredet wird, oh, das ist ein erster Schritt, das irgendwann nach Olympia zu bringen. Finde ich immer auf den falschen Weg, möchte ich nicht. Müsste jetzt wirklich irgendein krasser E-Sportler kommen, mir mal zu erklären, warum man das machen sollte. Was ich halt wichtig finde und was hier auch der Fall ist, über kurz oder lang, das ist, Olympische Komitee von Russland, welche ja in letzter Zeit in Ungnade gefallen sind, dass die quasi entscheiden und sagen müssen, wir wollen das als Sport anerkannt haben. Dann läuft der ganze lange Weg, was man ja schon in Frankreich gemacht hat und auch schon in Spanien gemacht hat und ich glaube auch in den USA mittlerweile schon gemacht hat, dass dann nämlich die E-Sport-Spieler, die keine Ahnung, Moskau 5, die ja dann zuletzt das riesengroße Problem hatten, oder zuletzt in 2012 das Problem hatten, dass sie nicht nach London fliegen konnten zu den League of Legends Europameisterschaften, weil man eben kein Visa bekommen hat. Das ist dann passé, weil Russland ja trotzdem noch von sehr vielen Ländern blockiert wird. Politik ist eben kacke. Und da ist es eben so, dass dann Sportler relativ einfach an Visas kommen und man halt eben auch national so Sachen härter regulieren kann im Sinne von, dass Sportler quasi, also zumindest ist es in Russland, glaube ich, so tatsächlich, dass viele Sportler
die natürlich dann noch ein gewisses Alter, Mindestalter haben müssen, was ja für E-Sport ja eigentlich nur von League of Legends quasi auferlegt ist, fühlt, oder? Weiß ich nicht. Ich glaube, und ich denke, du musst über 16 sein, um CSGO zu spielen, aber so im Prinzip gibt es ja da relativ wenig, dadurch, dass es ja nur als Hobby zählt, nicht wirklich als Sport, gibt es ja nicht wirklich viele Auflagen, also du kannst ja auch als Fußballverein kannst du ja keinen 14-Jährigen quasi ausmerken, der muss ja ein Mindestalter haben und so ein Kram und das kann man dann auch einfach regulieren. Also an sich ist es das Einzige, was Deutschland halt auch mal machen sollte, so langsam. Ja, und man Jahre hat, weiter. Was Jens schon gesagt hat, das russische Komitee, also die russische Ministerium und möchte außerdem sich halt dafür einsetzen, dass tatsächlich E-Sport auch als olympische Disziplin anerkannt wird und man sagt auch ganz klar, nachdem das olympische Komitee das ja durchaus sagt, wäre möglich, aber nur halt ohne gewalttätige Spieler, sagt das russische Ministerium wiederum. Warum denn nicht? Denn es gibt auch durchaus bei Olympia reale Kampfsportarten, wo Gewalt ausgeübt wird gegeneinander. Ja, aber kein Blut und kein Mord. Von Deutschland. Ja, also ich meine, das ist halt sowas wie League of Legends und Dota 2 ist ganz klar erkannt, dass das eine fiktive Gewaltendarstellung ist. Also, ja, aber wenn man Counter-Strike annimmt, okay, könnte man tatsächlich diskutieren, aber sowas wie League of Legends oder Dota 2 sage ich schon so, ja, gut, ne? Das ist ja das Ding, weswegen ich sagen würde, das würde halt so nicht funktionieren. Du müsstest dich dann so vielen Dingen unterwerfen, die halt. Da können wir jetzt wieder in Diskussionen reingehen, in Bereiche reingehen, die ich auch schon oft genug mich drüber beschwert habe. Also es macht halt, wenn jemand sagt, gewalttätig ist Dota und League of Legends raus, genau wie CSGO und Call of Duty, die kannst quasi fast gefühlt nur FIFA spielen und meinetwegen Mario Tennis. Aber das ist halt, oder Splatoon ist ja auch schon wieder fast Gewalt. Also das ist halt das Ding, weil mich dann nämlich das Olympische Komitee aus Australien und aus Deutschland kommt und die pissen dir gegen das Bein. Lass es aus Olympia raus. Olympia hat damit. Ja, man wird sie aber drin auch dafür einsetzen, weil es einfach ein Imagegrund hat. Ja, natürlich ist es ein Imagegrund. Es hilft dir gut, wenn du sagen kannst, hey, wir sind halt tatsächlich ein Sport, der auch bei Olympia zählt. Das ist halt nochmal eine ganz andere Darstellung. Das Ding ist doch, dass Sporte halt einfach nicht, also E-Sports einfach nicht hingehört. E-Sports ist ein Sport, das gebe ich zu, da würde ich auch für kämpfen. Alles andere macht halt keinen Sinn, weil du müsstest dich so vielen Dingen unterwerfen. Du dürftest. Also ich denke mir ziemlich sicher, dass du dann, also bei League of Legends, Riot würde wahrscheinlich die Senderechte oder die Ausstrahlrechte niemals wirklich abgeben. Also wenn, ich meine, die haben in Südkorea, haben sie quasi auf Blut sich das Ding zurückgekämpft von der Casper. Das sieht quasi als machen die alleinigen Ausstrahlung. Was? Du kannst zum Beispiel für die LCS die Senderechte bei Riot kaufen. Ja, aber Riot hat immer noch das letzte Wort dabei. Ja, klar. Ja, genau, das ist das Ding, aber wenn dann bei der FIFA oder so auch so, die haben auch das letzte Wort letztlich. Ja, aber du, die FIFA steht ja, da steht ja immer noch einer von der FIFA Sendekommen. Ja, aber das Ding ist doch, dass Riot dir, dass Olympia sagen würde, die ja nichts mit der FIFA zu tun haben beim Fußball, quasi, dass sie quasi alleinig entscheiden, was da jetzt passieren wird. Das würde Riot würde niemals ihre Hoheit aufgeben für sowas. Das ist na gut, das ist so eine Sache, es gibt ja auch bei Olympia Fußball, muss ich ja sagen. Die unterliegen dennoch natürlich den groben FIFA-Richtlinien, wie ein Fußball aussehen muss, muss ich sagen. Aber diese Länderzidenz gehört halt komplett der Olympia-Komitee. Genau, das meine ich. Das könnte auch bei Riot Games. Riot Games sagt einfach, das sind die Regeln für unser Turnier, aber Olympia darf es halt übertragen. Weil man wahrscheinlich auch genau weiß, wenn wir halt noch weiter in Sachen E-Sport wachsen möchten. Generell für E-Sport würde man das wahrscheinlich doch durchaus abtreten in der Hinsicht. Du, aber also dann kommt der Punkt irgendwann, dass dann sagt, meinetwegen, boah, kann ich mir League of Legends nicht mehr aus. Sagen wir den alten Warwick, ja, der dann hinkommt, die Ulti war ja quasi, dass er sich jemand hinterloppiert und kratzt ihm oder theoretisch gesehen reißt ihm quasi den Brustkorb auf. Das macht er jetzt nicht mehr. Ich glaube, ich hatte eine neue Fähigkeit, ist auch vollkommen egal. Aber dann sagen die zum Beispiel, ja, die Fähigkeit ist zu blutig für den Stream. Macht das raus. Man sagt, right, wenn es das noch nicht, geben würde. Ich glaube nicht, dass das so passieren wird. Wenn man sagt, wir kennen LOL, tatsächlich, sagen wir so, das gehört mit dazu zu unserer olympischen Disziplin, dann kommt das auch komplett darüber. Das wird man ja sicher vorunterhalten, was zu hart ist oder wenn es solche Sachen ist. Da wird man sagen, einzelne Fähigkeiten daraus zu sortieren. Um ehrlich zu sein, wie dann im normalen Fernsehen so ARD, ZDF und LOL-Match läuft. Das wird eher auf ZDF Neo laufen oder so. Also läuft ja auch. Ja, grundsätzlich, also bei den Lizenzen sehe ich nicht das größte Problem. Ich glaube, da würde sich auch so ein Riot Games sagen, okay, gut, ihr dürft es halt übertragen, du kannst ja auch theoretisch dein eigenes Turnier bei League of Legends ausrufen und es übertragen. Ja, da hat Riot ja auch, wenn du den Veranstalter nicht mag, wird er ganz ums gestrichen. Also ja. Halt, du hast, also ich meine, du hast halt wirklich bei denen immer noch, dass es ein proprietäres Ding ist, denen gehört quasi alles dahinter
Und die müssen halt Freiheiten aufgeben, für die ich mir ziemlich sicher bin, dass sie das nur unter sehr großen Auflagen machen würden. Und ja, ich bin mir sicher, dass die Olympia sagen würde, dass die Olympia da keine Freiheiten auch ihrerseits aufgeben müssen, weil das machen sie für keinen anderen Sport quasi. Warum sollten sie es jetzt für so ein paar picklige Nerds machen? Ja, natürlich. Weil wir im Jahr 2018 sind. Ja, aber das Jahr 2018 ist zum Beispiel. Ja, auch man muss auch feststellen, auch Olympia kämpft um Zuschauerzahlen. Ne? Das darf man nicht vergessen. Das ist nicht mehr nur die reine Sportunterhaltung und es ist scheißegal, ob da überhaupt jetzt 2 zuschauen oder ob da 20 Millionen zuschauen, sondern da kämpft man mittlerweile auch möglichst um viele Sponsoren und Zuschauer und solche Sachen. Wenn man da den Punkt sieht, dass man mit E-Sport theoretisch da, weiß ich nicht, sagen wir mal jetzt so 1, 2, 3 Millionen junge Leute irgendwie vor den Fernseher, vor den Streamer so da lockt, könnte ich mir vorstellen, dass man da bei Olympia doch vielleicht etwas locker umgehen und sagt, okay, das ist ein Versuch für uns wert, zu schauen, ob wir uns da vielleicht nicht auch das Digitale aufstellen können. Kommt halt drauf an, wie die ticken. So, vielleicht sehen sie es auch als Werbemaßnahme ihrer normalen Sportarten oder so. Ja. Wer weiß. Wenn du dann halt aber mal das Olympische Komitee ansiehst, also mit dem Name gerade nicht einfällt, quasi auch ein Deutscher an der Spitze da, der relativ konservativ eingestellt ist in dieser Hinsicht, das kann ich mir halt wirklich nur schwer vorstellen. Das wird nicht von heute auf morgen passieren, das kann man feststellen. Nee, aber das ist halt das Ding auch. Du wirst halt weltweit wahrscheinlich keine kompetenten Caster finden. Die gehören alle Riot quasi. Oder die sind alle bei Riot Games angestellt. Gehören tun sie nicht. Aber die haben doch auch ein Interesse daran, dass ihr Spiel richtig präsentiert wird. Dann leihen sie die halt aus. Riot Games ist jetzt nicht das Unternehmen, das ich jetzt, ist glaube ich nicht, dass man sich, ist weder Riot Games noch Valve oder so, sich komplett also, dagegen wehrt und sagt, wenn man will, würde man mit und Wege finden. Ne? Das ist nur die Frage, ob man will. Das ist so der Punkt. Und, das wird nicht, wie gesagt, nicht von heute auf morgen passieren, aber man wird da, wenn man fahren möchte, wird man sich da einen Weg finden lassen. Es gibt natürlich Probleme und Unterschiede und man muss halt irgendwie einen Kompromiss finden und das irgendwie alles regeln und so, aber. Es ist halt auch alles noch neu. Ist jetzt nicht so. Ist halt immer noch eine neue Art, auch für Olympia und auch für den Sport generell und solche Sachen. Und wie gesagt, ich kann mir vorstellen, dass man bei Olympia da vielleicht dann irgendwann doch einknickt und sagt, okay, wir brauchen halt nicht nur die etwas älteren Leute, sondern wir hätten auch gerne mal wieder etwas in der jüngeren Region neue Zuschauer, solche Sachen, die sich dafür interessieren. Kann ich mir vorstellen, dass man da vielleicht mit einem Digitalangebot erstmal reagiert und sagt, okay, wir machen halt vielleicht eine eigene E-Sports-Olympia oder solche Sachen. Also irgendwas wird sich finden lassen irgendwann. Das wird, wie gesagt, noch dauern. Richtig. So, ich gebe für diese Ausgabe eine Goldmedaille an Derser. Yeah. Hey, Österreich. Eine Silbermedaille nach Deutschland, also an Rasel. Cool, freut mich. Und eine Platin-Medaille in die USA an Alien. Oh! Und ich krieg Bronze. So. USA! USA! Ich hasse es, wenn Amis das tun. So. Aber du bist ein Ami, oder? Und ich weiß nicht, hatten wir irgendwie noch etwas auf redpotion.de, was du erwähnen möchtest? Was ganz Wichtiges müssen wir nicht erwähnen, denn das war die letzte Ausgabe der Wochenschau. Für immer. Nein, zumindest für vor der E3, denn ab nächste Woche Samstag, beginnt es ja mit der EA Play-Konferenz. Leider gibt es bisher offiziell noch nichts von Twitch in Sachen Co-Streaming, aber ich nehme an, das wird wiederkommen und wird wahrscheinlich im Laufe der Woche jetzt angekündigt. Hoffentlich, wenn nicht, müssen wir uns einen Alternativplan ausdenken, mal gucken, wir finden da ja immer irgendwas. Auf jeden Fall wird es dann natürlich unsere E3-Berichterstattung geben, wie angekündigt, im E3-Vorschau-Podcast. Die Sachen, wir streamen, wir reden darüber, wir machen eigene Podcasts dazu und hast du nicht gesehen und schlagen uns die Nächte um die Ohren, bis wir tot sind, zumindest geistig tot sind und freuen uns natürlich auf die vielen Ankündigungen. Das heißt, erst die Woche danach wird es voraussichtlich wieder eine Branche geben. Nächste Woche dann halt eben nicht. Dafür kriegt ihr ja ganz viele andere E3-Podcasts. Ja. Apropos E3, was ich vorher vergessen hatte zu fragen, die Pokémon-Spiele, zählen die jetzt als bei der E3 angekündigt oder war das zu indirekt? Wenn sie bei der E3 gezeigt werden, dann sehen sie jetzt dort gezeigt. Aber wir hatten doch angekündigt gesagt für das Tippspiel, oder? Ich habe nochmal reingeguckt, weil ich kann ja noch kurz in das E3-Dokument öffnen, was da offiziell steht. Dokument. Es war die Frage, zeigt Nintendo ein großes Pokémon-Spiel für die Switch? Verdammt. Wieso? Machen sie es doch. Du hast doch auch ja gesagt, der so. Achso, ja, dann ist gut. Der so wollte sich selbst sabotieren, verdammt. Also da steht so, ob ein großes Pokémon-Spiel für die Switch.
Schwierig wird es halt noch mit fester neuen IP. Das könnte Maurice in die Karten spielen, dass jetzt Fallout 76 angekündigt wurde. Das wird noch spannend. Kostet Maurice, aber zumindest kann ich jetzt schon mal, also ich würde fast meine Hand dafür ins Feuer legen, aber dein Elder Scrolls Rollenspiel wird nicht angekündigt, Maurice. Ja, wir werden sehen. Jetzt malen wir hier nicht das Kreuz an die Wand oder so. Ja, genau. Wir nicht in Bayern. So. Habt ihr noch irgendwas die Woche erlebt, was ihr mitteilen möchtet? Meine Green Card wurde approved. Ich kann hier bleiben. Yeah, wir müssen Jens nicht zurück aufnehmen. Ich kann bald arbeiten. Das freut mich sehr, Jens. Also eigentlich ist bei mir in der Woche so viel krasse Scheiße passiert, aber das passt nicht in den Podcast und sollte ich auch nicht erwähnen. Alles FSK. Aber schön mal teasen, das ist ja schon Jens. Ja. Alles so FSK 18 Themen. Bisschen den Gossip an halt. Kommt dann der nächste in unseren Dr. Sommer Podcast. Ja. Mit von Dr. von und zu Frockcast. Vielleicht nächste Woche dann als Thema. Gut. Der so. Ich war krank oder bin krank. Man hört es wahrscheinlich. Ich habe angefangen, das Wochenende Magic zu gucken, weil da gerade ein Turnier ist, das auf Twitch gestreamt wird. Fand ich mal wieder sehr spannend oder eine Abwechslung. Auch schön zu sehen, wie die das vortragen. Sehr pseudoprofessionell. Magic digital in der Natsche. Es ist nicht digital, es ist halt das Echte. Also ja, ich meine aber alles, was so mit digital von Magic zu tun hat, ob es jetzt eine Livestream-Übertragung ist oder ob es die Spiele sind, die sind alle immer so. Ich meine, es ist schon gut gemacht, aber es ist halt das generelle E-Sports-Phänomen, dass du einfach so professionell wirkende Caster hast und komplett durchgeplant, immer Werbung dazwischen und. Ist schon okay. Ich finde es immer ein bisschen seltsam. Und du so, Frosch? Boah, ich, ne? Keine Ahnung, ich hab halt voll viel so langweilige Sachen gemacht. So ein bisschen mich in diese DSGVO eingearbeitet und versucht, die zu verstehen und so. Und sonst, ja, halt, weiß ich nicht, ich hab das gemacht, was ich immer mache. Bisschen Streams geguckt, bisschen YouTube geguckt. Ach, ja. Nichts gespielt. Also. Nee, ich hab nichts gespielt. Nix. Und du? Ich habe nichts Neues per se gespielt, aber es lief jetzt das Wochenende die The Crew 2 Beta und solche Sachen. Und im Zuge dessen habe ich erfahren, wenn man The Crew 1 spielt, kann man bis zu 18 oder 15, 18, 18 neue Fahrzeuge, glaube ich, in The Crew 1 freischalten. Und habe mich da eingesetzt, um The Crew 1 zu installieren und habe mir jetzt die Nacht noch, tatsächlich die Nacht quasi um die Ohren geschlagen, ein über 3 Stunden langes Rennen zu fahren. Meine Hand oder mein Triggerfinger beschwert sich entsprechend dessen, weil das schon sehr anstrengend war, tatsächlich 3 Stunden lang irgendwie die ganze Zeit rumzufahren und um die komplette Map rumzufahren. Das ist halt wirklich extrem lang, dieses Rennen gewesen. Aber immerhin habe ich jetzt dafür ein paar weitere Fahrzeuge freigeschaltet. Und ich habe mir Vampyr gekauft. Also das werde ich dann am Dienstag spielen. Ich bin sehr gespannt darauf, weil ich bin immer noch ein bisschen skeptisch, aber die ersten Nutzerberichte von Leuten, die halt schon die Konsolenversion erworben haben, wo auch immer, klangen sehr, sehr gut und klangen doch schon so in die Richtung Vampire Bloodlines mit sehr dialoglastig, wenn man das so möchte, und sehr viel Reden und sehr viel Text und Wordbuilding. Das klang halt schon echt gut und ist das, was ich mir eigentlich erhofft habe von dem Spiel. Ist ja das, was ich jetzt seit Monaten an der Woche schon mal sage. So, ich sehe einen Trailer, ich bin super gehypt auf das Spiel, ich sehe einen Trailer, ich krieg so kalte Kotzen, ich sehe einen Trailer, bin super gehypt und jetzt hat es dich erreicht. Und jetzt bin ich habe immer gesagt, also ich weiß halt nicht, wie gut das wird, aber wenn es halt in die Richtung Bloodlines geht, ist es gut. Ja, genau, das ist ja, und deswegen, jetzt bin ich halt überlegen, ob ich es mir halt auch hole, ne? Ja, ich habe, wie gesagt, jetzt mir das erstmal gekauft und werde mal gucken, wie es halt aussieht dann am Dienstag. Zumindest hoffe ich mal, dass sie tatsächlich das Worldbuilding drumherum und dieses Vampirsystem und es soll tatsächlich eine sehr krasse NPC-Interaktivität geben, dass alles irgendwie miteinander zusammenhängt und solche Sachen. Also es klingt schon sehr, sehr gut. Mal gucken, wie es halt am Ende wird und solche Sachen. Mal abwarten. Aber ich habe noch eigentlich schon vor Game-Breaking Bugs. Was? Dass es irgendwie ein Game-Breaking-Bug gibt, der dann dir das Spiel versaut, die ganze Storyline. Ja gut, das wird sich zeigen. Ja. Aber grundsätzlich, wie gesagt, ich habe Bock drauf, vor allem, weil es Vampir-Spiele ja nicht so viele mehr gibt. Das ist vielleicht das der größte Hoffnungsschimmer für mich, wenn dieses Spiel, dass halt mal wieder ein gutes, düsteres Vampir-Spiel existiert. Ansonsten, E3 steht vor der Tür. Yay! Nice. Ja. Punkt. Ja, sind wir cool. Durch.
Also mal durch. Dann wünsche ich euch ein schönes Ramadan. Eine schöne Woche. Ist das noch? Was? Ich glaube nicht. Ramadan noch? Ich glaube. Das ist, glaube ich, auch mal ein Monat, oder? Keine Ahnung. Feiert schon. Ramadan. Jetzt guck danach. Ja, gibt es nicht irgendwie einfach mal ein Datum von 2008? Warum denn nicht mal so? Ist das kompliziert? Es geht vom Mittwoch, den 16. Mai, bis zum Donnerstag, den 14. Juni. Also ja, es ist aktuell noch Ramadan. Siehst wenn du, wie er recht hat. Hier, ich bin politisch oder wie auch immer man das nennt. Ja, nee, ja. Ansonsten noch eine schöne Woche. Freut euch auf die E3. Das wird hoffentlich super. Ja. Mal gucken, was alles angekündigt wird und wie wir uns freuen dürfen. Oder ob wir alle trauernd am Ende von der E3 weggehen und denken nur, was eine Scheiße. Ja, wir werden sehen. Ciao, ciao. Tschüss, mach's gut.